So, ich teste da mal die Lautstärke. Ich scheine auch in der hinteren Reihe verstanden zu werden. Da kommen schon mal die Daumen hoch, die fliegen. Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung hier an einem wunderschönen Ort. Die Bochumer lieben ihn. Ich gehöre dazu auf jeden Fall hier im Fiege Brauhof. Es wird eine Dreifachveranstaltung sein, aber dazu später mehr. Und weil wir eben hier bei Fieges Wind und das Wetter so gut ist, dann soll natürlich der Gastgeber erstmal das Wort haben. Deswegen von meiner Seite aus einen herzlichen Applaus von eurer Seite aus für Hubertus Fiege. Und der muss lang ausfallen, weil ihr seht es selber, der gute Mann hat ein Handicap. Das Mikrofon für Herrn Fiege wird desinfiziert gereicht, selbstverständlich. Das muss so sein in den jetzigen Tagen. Ich glaube, zum besseren Verständnis können Sie sogar mal die Maske, oder kannst du, wir sind ja beim Du, die Maske sogar mal abnehmen. Ja, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich wünsche Ihnen im Namen der Familie Fiege einen ganz tollen Abend. Jens hat es gerade angesprochen, wir haben heute einen Dreiklang. Ich bin selbst ganz gespannt und freue mich drauf. Ganz herzlichen Dank an den VfL. Das hat wie immer super funktioniert. Ich sehe unseren Oberbürgermeister Thomas Eiskirch gerade hier vorne sitzen. Den begrüße ich selbstverständlich auch ganz herzlich. Und ich bin gespannt, was uns gleich erwartet. Die Gäste habe ich schon gesehen. Sieht gut aus, klingt nach einer illustren Runde. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr viel sagen, sondern ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir freuen uns, dass Sie da sind und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Fürs Wetter müssen wir uns bei Ihnen bedanken. Guten Durst, Bier ist ausreichend da. Wir haben es vorher noch mal selbst geprüft. Kalt ist es auch. Von daher freuen wir uns, die Saison quasi inoffiziell schon mal etwas zu eröffnen und wünschen jetzt ganz viel Spaß und gute Moderation. Besten Dank auf jeden Fall. Das waren zwei zentrale Sätze. Bier ist ausreichend da und es ist kalt. Vielen Dank, Hubertus Fiege. Und wenn er schon mal da ist, dann würde ich doch sagen, Herr Oberbürgermeister, kommen Sie doch einfach mal eben kurz auf die Bühne. Ja, komm, einmal kurz. Waren ein paar intensive Wochen. Haben wir noch ausreichend Mikros? Ja, sensationell. Wunderbar. Thomas Eiskirch, Oberbürgermeister der besten Stadt des Stimmt. Planeten. So muss es sein, auf jeden Fall. Wie geht's Ihnen? Das ist so eine Frage, die man in diesen Tagen relativ häufig hört. Es geht langsam wieder, aber Ja? war schon, ja, nicht nur für die Fans, für das, was uns allen fehlt, im Stadion zu sein. Ich glaube auch der Mannschaft, dass die Fans fehlen, war aber auch für den Oberbürgermeister eine harte Zeit. Ist auch noch eine harte Zeit, weil kann auch jederzeit wieder schlimmer werden und da muss man auch wieder anders reagieren. Aber ja, als das so richtig losging, das hat er schon mitgenommen und so ganz erholt bin ich noch nicht davon. Das kann ich mir beim besten Willen vorstellen. Ich kann ein bisschen spoilern. Es war das erste Mal in meiner langjährigen Karriere und Laufbahn, dass ich mir Videos vom Oberbürgermeister angeschaut habe, gerade in der Anfangszeit. Ja. Das kam bis dato auch noch nicht vor, aber wurde zwischenzeitlich auch Pflichtprogramm. Wie läuft denn das zum Beispiel ab? Der VfL Bochum ist ja ein Partner der Stadt, die Stadt Bochum ist ein Partner des VfL. Wie lief das Zusammenspiel zwischen dem VfL und der Stadt in der Hochphase und auch jetzt noch ab? Ja, ich muss das ja auch mal gut trennen. Auf der einen Seite bin ich Fan, habe ja irgendwann auch mal selbst einen Fanclub vom VfL gegründet und so. Und auf der anderen Seite als Oberbürgermeister muss man gucken, was bedeutet der VfL? Und das ist für Bochum extrem wichtig. Also wenn man mal guckt, was verbinden die Menschen mit so einer Stadt, dann ist das der VfL Bochum, dann ist das Starlight. Und früher waren es negative, heute sind es ein paar positivere Nachrichten. Also der VfL Bochum hat eine extrem große Bedeutung auch für die Stadt. Und uns gehört ja gemeinsam, also die Stadion GmbH sozusagen, Stadion Center GmbH. Und das sind so Sachen, wo man ein bisschen helfen kann. Aber so ganz viel können wir gar nicht tun. Wir können ansprechbar sein, wir können gucken, dass wir, so wie wir es mit anderen auch machen, die Mietzahlung mal auf einen anderen Termin legen oder dass wir die Abrechnung zum Zeitpunkt machen, wo das Cashback für den VfL in Ordnung ist und so. Das kann man tun, also da, wo man so ein bisschen helfen kann. Aber das geht ja alles nach Recht und Gesetz. Und was man machen kann, ist die Türen aufzumachen, weil es gab ja auch für den VfL jede Menge Fragen. Ich glaube, mit dem Vorstand habe ich x Videokonferenzen und Telcos gemacht. Als es darum ging, wie geht es denn wieder los? Wie geht es los ohne Fans im Stadion? Und wenn ich die Gelegenheit nutzen darf, würde ich mich jetzt mal ganz herzlich bedanken wollen, weil meine allergrößte Sorge, nicht nur in Bochum, vielleicht sogar weniger in Bochum als anderswo, war die Frage,
kriegen wir das so organisiert, dass man nicht vorm Stadion steht, versucht ins Stadion zu kommen, drüben an der Tankstelle das Theater ist, in der Ritterburg oder sonst wo, weil das hätte uns das ganze Thema gesprengt. Und ich finde es eine Riesenleistung, dass Bochum so extrem diszipliniert war, die Fans so schwer das Feld gesagt haben, okay, dann gucke ich das am Fernseher, aber ich gehe da nicht hin. Und damit haben sie, glaube ich, dem VfL einen Riesengefallen getan, weil das war, wenn man sich die Saison anguckt, ja echt nochmal eine knappe Kiste. Und das ist deswegen so gut ausgegangen, weil wir in der Corona-Zeit eine Riesensaison gespielt haben, die Mannschaft eine Riesensaison gespielt hat. Ihr dürft euch jetzt gerne selbst applaudieren, also von meiner Seite auch. Den dafür auf jeden Fall. Ja, knapp können wir auf jeden Fall. In meinem früheren Beruf als Journalist, ich muss jetzt nachfragen, Recherchepflicht, wie heißt der Fanclub, den Sie gegründet haben? Den habe ja nicht nur ich gegründet, den haben ja mehrere zusammen gegründet. Den alle gegründet haben. Ja, in fast nüchternem Zustand auf dem Flughafen in Trabzon. Morgens um 3:30 haben wir den gegründet. Schwarzes Meer Bochum. Café Sachs hieß der. Wir waren alles Leute, also nicht das Café Sachs, was es jetzt gibt, sondern so wie es früher war. Die Älteren unter uns erinnern sich. Ja, und das waren ganz viele Stammgäste, die schon lange zusammen Fußball geguckt haben, in der Ostkurve gestanden haben. Wir haben dann morgens auf dem Flughafen den Fanclub wirklich gegründet. Der hatte wie lange Bestand oder besteht der noch? Der hat immer noch Bestand. Wir haben vor ein paar Jahren 20-jähriges Bestehen gefeiert. Jetzt sind wir im 23. Jahr und ich bin mir relativ sicher, werden auch die 25 und die 30 voll machen. Wo positioniert der Fanclub örtlich im Stadion? Ja, es gibt jetzt so ein paar mit Gebrechen, die sitzen mittlerweile. Aber die anderen stehen rechts. Sehr gut. Also ich auch. Ja, okay. Ja, ich muss aus Berufswegen inzwischen auf der Haupttribüne Platz nehmen, ansonsten früher links. Ja, schade auch. Fans im Stadion. Das ist ein Thema, was ja auch aktuell noch gerade diskutiert wird, beispielsweise. Wie ist da der Stand der Dinge? Das wird vor allen Dingen diejenigen, die hier sitzen, wahrscheinlich brennend interessieren. Ja, wer hat die beste Glaskugel dabei? Man weiß es nicht. Ganz ohne Quatsch. Ich habe keine Ahnung, wie die Infektionssituation Mitte September aussieht. Und insofern ist das Kaffeesatzlesen. Es gilt aber für alle Sachen, das ist ja auch hier so gewesen, gibt es das Figaro-Mehr-Kino, gibt es das nicht. Man muss sich vorbereiten und man muss einen vorbereiteten Plan in der Schublade haben, aber am Ende auch sagen, wenn es nicht geht, geht es nicht, dann bleibt er in der Schublade. Und da sind wir im Gespräch drüber, wie das in ganz vielen Städten im Moment der Fall ist. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, bin ich nicht so super optimistisch. Und ich weiß, das tut uns auch allen weh. Erst recht haben wir jetzt auch schon mitgekriegt, dass die DFL gesagt hat, wenn dann keine Stehplätze, sondern wenn überhaupt nur Sitzplätze. Das ist ja dann auch schon eine extreme Einschränkung. Und insofern, aber auf der anderen Seite, wenn der VfL so weiter so erfolgreich spielt, dann würde ich das auch noch 2-3 Spiele aushalten. Aber irgendwann wollen wir alle wieder in der Ostkurve stehen oder eben im Stadion sitzen und im Ruhrstadion sein und möglichst erfolgreich eine etwas konstantere Saison erleben als die letzte. Knapp können wir, konstant. Ja, auch schon lange auch, nicht auch, mehr, auch, oder? Auch irgendwie also, ist ja auch in Ihnen konstant. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht das so, das sind immer Saisons, wo man am Ende sagt, ach, ist gar nicht so schlecht gelaufen und während der Saison der ganze Zeit denkt, das läuft total scheiße. Auch das ist eine gewisse Form der Konstanz, ja. Aber kann ich nicht widersprechen, ja, das ist tatsächlich so und ich muss auch beipflichten, also auch mich hat die Mannschaft überrascht, wie sie dann aus der Zwangsunterbrechung gekommen ist, sehr positiv überrascht und von mir aus kann es auch gerne so weitergehen, ich gehe mal davon aus, genau. Aus eurer Sicht auch. Damit wären wir dann schon beim sportlichen Ausblick. Spielen wir denn jetzt eine konstantere Saison? Ja, müssen wir gleich mal Patrick Fabian fragen, der steht ja schon da hinten, was er glaubt, wie das aussieht, ob die das diesmal, also ich würde es mir wirklich sehr wünschen, weil ich glaube, die zweite Liga ist so extrem eng, dass die Mannschaft, die konstant ist und einen Lauf kriegt, wirklich extrem gute Chancen hat und um den Druck auf den Verein noch mal ein bisschen zu erhöhen, ich habe ein Aufsichtsratsmitglied hier gerade gesehen, wir bauen ja gerade einen neuen Eingang fürs Rathaus, ne? Haben Sie vielleicht schon mal gesehen, diesen Kasten, der davor ist, so einen alten, da kommt ein Glas vor, man hat einen Haupteingang. Und früher wurden die Feiern ja immer auf diesem schmalen Balkon am Rathaus gemacht, ne? Als wir so Vizepokalsieger wurden und so. Und als wir jetzt umgebaut haben, haben die mir gesagt, dass diese große Balkonfläche keine Tragkraft hat. Wir haben jetzt 100.000 Euro in die Hand genommen, die würde halten, also geben Sie sich Mühe. Also wir könnten drauf feiern. Okay. Damit ist die Stoßrichtung schon klar. An der Stelle würde ich sagen, besten Dank für die Expertise, auf jeden Fall auch. Der Auftrag ist ja schon platziert worden, der wird jetzt mit Sicherheit in das entsprechende Gremium weitergegeben. Von oben nach unten, dann an die Mannschaft weiter. Schauen wir mal, was die daraus macht. Ich hoffe das Beste. Thomas Eiskirch, vielen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank, schönen Abend wünsche ich.
Tschüss. Besonderer Abend, Hubertus Fiege hat es eingangs schon gesagt, denn wir haben ja im Grunde genommen heute eine Triple-Veranstaltung. Wir haben den Fiege-Fanabend, der jetzt gerade im Gange ist. Wir haben das Akustikheimspiel, denn es ist der erste Donnerstag im Monat. Und da haben wir uns ja während der Corona-Zwangsunterbrechung zu einem von euch auch sehr gutierten Format hinreißen lassen, was sich inzwischen etabliert hat, nämlich das Akustikheimspiel. Und zu guter Letzt, wenn wir hier durch sind und die Bühne leer ist, dann gibt es ja auch noch einen Film, also Fiege Open Air Kino. Und für eine Triple-Veranstaltung braucht es mindestens eine Doppelmoderation. Das schaffe ich nicht alleine. Und deswegen habe ich mir den Kompetentesten, der zufälligerweise vorhin hier vor dem Brauhof rumlungerte, rausgesucht. Michael Wurst ist da. Vielen Dank. Ja, den Kompetentesten, das würde ich so jetzt vielleicht nicht sagen, weil der Kompetentere in unserem Duo, das ist mit Sicherheit Ansgar Borgmann, aber der Ansgar, der versucht immer noch händeringend gerade das Trikot, was vor dem Bermuda-Dreieck hängt, anzuziehen. Darum ist er heute entschuldigt. Akustikheimspiel, du hast es schon gesagt, wir haben illustre Gäste, sowohl gleich auf der Bühne, aber auch im Publikum. Einer, der uns absolut eingeheizt hat und von dem wir alle begeistert waren, sowohl aber on, hallo, ohne Scheiß, wirklich, 1A. On stage und auch vor allen Dingen dahinter, Unternehmen, steht doch einmal auf, bei uns hier heute in der ersten Reihe, Max Behring. Ich weiß, wir dürfen nicht jubeln und wir dürfen auch nicht rumschreien, aber da bin ich doch von den VfL-Fans deutlich mehr gewohnt. Wir machen jetzt einen Schnitt, wir schneiden das nachher aus dem Livestream raus. Und das ist jetzt der Moment, wo er vom Applaus einmal so richtig ausflippt. Wir drehen die Uhr nochmal zurück und einer, der uns richtig eingeheizt hat, stark an der Flasche und darum auch genau richtig hier, begrüßt mit mir Max Behring. Jetzt sind wir doch im Thema. Heute kommt ein großartiger Musiker zu uns und du hast gerade schon gesagt, die Kombination, wir haben illustre Gäste, einen ehemaligen VfL-Profi, eigentlich zwei ehemalige, wenn man es genau nimmt. Zwei. Den füllen wir gleich auf den Zahn und einen jungen Mann, der den VfL schon seit 100 Jahren gefühlt begleitet. Da kommen wir auch gleich zu. Aber vorher haben wir Musik live on stage. Ein großartiger Künstler ist heute bei uns und er kommt mit seiner Band. Komm einmal auf die Bühne, begrüßt mit mir und das ist jetzt wieder so ein Moment. Nicht träumen, sondern den Abend einfach genießen und ihn verleben. Herzlich willkommen, Jason Bartsch. Jason. Michael. Ich habe dir was mitgebracht. Ich finde übrigens an der Stelle, sei nochmal gesagt, also Jens, bei dir, du lässt ja in den Pressekonferenzen immer wirklich optisch viel Luft nach oben. Sieht er nicht heute super aus mit dem neuen Trikot? Flutlichtblau. Flutlichtblau dunkel. Das ist übrigens Flutlichtblau hell. Wir treten demnächst immer im Duo auf, auch unter dem Namen. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich greife vor, du bist jetzt dran mit Jason. Ich fand übrigens die Werbekampagne auch nochmal großes Lob an eure Marketingabteilung und alle, die daran gearbeitet haben. Absolut, absolut. Ich hatte also das Vergnügen, die Overvoice einzusprechen und als der letzte Satz kam, was fehlt, seid ihr, da hatte ich wirklich im Studio, musste ich absetzen, musste das zwei, drei Mal sprechen, weil ich wirklich Tränen in den Augen hatte. Das tut mir echt weh. Kam auch richtig so rüber und es ist halt auch das, was wir empfinden, also ihr fehlt wirklich und wir sind umso glücklicher, dass wir euch jetzt hier heute Abend zumindest schon mal wiedersehen können. Und wir sind umso glücklicher, dass wir dich auch optisch vernünftig ausstatten können. Wir haben dir selbstverständlich ein Trikot mitgebracht. Darf ich dir das mal anreichen? Welche Größe ist das? XL. Das ist die Ansgar Borgmann auch kriegt übrigens. Ansgar, Grüße nach Hause. Kannst du schon mal gucken, dein Trikot. Wir werden dich damit zwei, drei Mann reinschießen. Möchtest du das jetzt direkt anziehen? Oder? Ja, wenn du mich schon fragst, dann muss ich ja eigentlich. Ne? Nein, du musst gar nichts. Also glücklicherweise leben wir zum Teil noch in einer freien Welt und darum musst du das nicht. Ich hänge das mal hin und so drüber und dann. So. Wollt ihr den Oberkörper sehen von Max Behring? Jason. Ja. Du bist schon viel, viel rumgekommen. Du bist ein toller Musiker, das konnten wir beim Soundcheck schon erleben. Deine Songs, die leben in allererster Linie von den Texten. Was hast du sonst noch alles auf der Agenda stehen? Ja, erstmal, ich freue mich immer, wenn im Vorhinein so viele Lorbeeren verteilt werden, dass man überhaupt nicht weiß, wie man da jetzt gleich noch irgendwie nachziehen soll. Und ansonsten, ja, ich habe seit neuestem so eine schöne Band hier mit studierten Musikern, die deutlich besser Musik machen könnten als ich und die sehr, sehr lange studiert haben, um jetzt alberne Songs mit mir zu spielen. Das ist so ein bisschen mein Karriereweg.
Wenn man dich googelt, dann ist man zwischen Popkultur, Comedy, Indie-Rock, aber vor allen Dingen auch großartigen Texten. Du bist ein gebürtiger, in Anführungszeichen, Poetry-Slammer. Kannst du das nochmal so einem Kulturbanausen wie mir erklären? Ja klar, also Poetry-Slam ist eigentlich ein moderner Dichter- und Dichterinnen-Wettstreit, bei dem Poeten und Poetinnen mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander antreten. Anders als beim Rap-Battle versuchen die Leute, sich nicht gegenseitig fertig zu machen, sondern die haben dann genug Zeit, um ihre Texte vorzutragen und dann entscheidet das Publikum, welcher Text der beste war. Also das habe ich ganz viel gemacht. Gibt es auch hier in Bochum schöne Veranstaltungen von Wortlaut Ruhr und ich bin aber vorgebürtig bin ich quasi in einem Musikhaushalt aufgewachsen und ich wollte irgendwie immer Musik machen und das war dann so der Weg, wie das Leben halt so spielt. Ne? Ich finde das schön, dass unsere Künstler ganz, ganz oft, außer Max Behring natürlich, vom Understatement gesegnet sind. Ja. Der kam gut, oder? Kurze Kurve genommen. Max, Prost. Nachwuchsförderpreis NRW steht bei dir unter anderem auf der Agenda und bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Wettbewerben warst du mehrfach im Finale. Also das ist jetzt nicht mal eben, ich schreibe ein paar Gedichte, wie früher Goethe das gemacht hat und wünsche dann allen viel Glück. Sondern das klingt auch nicht so cool. Ja, sondern du hast da schon richtig was erreicht. Was hat so ein NRW-Nachwuchspreis, was zieht der nach sich, ein Förderpreis? Nicht viel, nee. Man geht dann dahin und dann sind da wichtige Leute, die haben sehr teure Anzüge an, dann sagt man danke und dann gibt's gratis Champagner und am nächsten Tag ist man dieselbe Person wie davor. Das habe ich übrigens schon ganz oft gehört und gerade wir als, ich nenne es mal Kulturschaffende mit dem Mikrofon in der Hand, ich sag mal so, uns ist ja relativ deutlich gezeigt worden, wo wir in der Gesellschaft stehen bei Corona. Nicht am Rande, sondern wenn man vom Rand guckt, dann kann man uns noch nicht mal am Ende sehen. Wir freuen uns, dass du auf jeden Fall heute hier bist. Wir freuen uns auf großartige Texte und das ist der Moment, wo ihr einmal so richtig ausflippen könnt für Jason Bartsch. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr. Wir freuen uns alle sehr. Ich werde jetzt ein kleines Lied spielen. Wir spielen dann im Laufe des Abends noch mal ein paar andere Songs. Zu dem Song gibt es eine ganz kleine Vorgeschichte, weil er sehr stark ironisch ist, möchte ich ein, zwei Sachen dazu vorher sagen. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, durch Deutschland zu fahren und aufzutreten. Und mir ist sehr häufig, vor allem im südlichen Teil dieses Landes, aufgefallen, dass wenn man sagt, dass man aus Bochum kommt, die Leute häufig sagen, bei Köln, ne? Und das hielt ich für sehr schade. Worauf sich die älteren Leute noch einigen können, ist irgendwie Herbert Grönemeyer. Ich habe dann versucht, die einzelnen Fäden zusammenzuführen und einen neuen Bochum-Song zu schreiben. Er heißt 447 macht Bochum und er geht ungefähr so. Ah. Sehr bekannt. Ich grüße alle flüchtig, Thorsten, Peter, Eberhard. In der Bude frag ich, was trinkt Gunnar da? Wir sind am Stehtisch, sagen, hör mal, guck mal. Wo? Hier im Port ist man offen und sozial. Ob wir Regen mögen, nun, wir haben ja keine Wahl. Wir lieben unsere Stadt, Beton und Altbaugrau. Bochum, meine Perle, du bist schöner als Berlin. Hier im Port trinkt man Plörre richtig gerne, ihr habt Parks. Wir haben ein Ghetto namens Herne, wir sind sportlich. Wir haben Fußball im Revier, drei gute Vereine und den FCS 04. Wir essen Currywurst am Stand. What? Gib mir deine Hand. What? Ich zeig dir alles, was das Ruhrgebiet so kann. Wir trinken Fiege, denn wir haben ja keine Wahl. Außen sind wir hart, doch haben einen Pulsschlag aus Stahl. Bum, bum, ich komm aus dir. Bum, ich häng an dir. Wo andere küssen, zeigen wir nur unsere Faust. Das Ruhrgebiet ist sparsam und so sieht es halt auch aus. Ihr habt Schlösser, Burgen, Tore, und ihr habt Seen, wir haben Kneipen und ein Arbeitsmarktproblem. 447, ach du Otto, sag, was ist mit dir? Ich brauch kein Polizei, denn ich wohne in Revier. Dir tut beim Fahrradfahren der Männer dutt weh. 35, Digga, geh mal aus dem Weg. Schisch, haben die besten Gebäude und Beute und Leute bei uns in der Stadt. Geh doch nach München, du Larry, wenn du unsere Arten, die sind nicht magst. Wir sind ehrlich und sagen dir, was nicht passt. Das Ruhrgebiet, Digga, was geht? Ob Armut und Reichtum die Ehrlichkeit zählen, dass das für immer besteht. Wir glauben uns selbst, dass Bayern Geschichte ist. Yeah, Bochum, verpiss dich. Bochum, ich komm aus dir.
Bruno, ich häng an dir. Glück auf. Ist ein Mann ein Mann? Alkohol ist mein Sanitäter in der Not. Zeit, dass ich was drehe. Glück auf. Vielen Dank. Jason Bartsch. So, ich bleibe hier an meinem Platz jetzt erstmal. Schön stehen und du an dem deinigen. Wen haben wir denn alles? Wir haben heute illustre Gäste. Sie sind schon angekündigt worden. Wir haben sie von A bis Z. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir, weil wir gut gebildet sind, mit Z an, oder? Definitiv. Ja. Der Mann, vorhin schon kurz angerissen, ist gefühlt seit 100 Jahren VfL-Fan, sieht aber deutlich jünger aus und ist auch deutlich vitaler, was die Sache für uns sehr, sehr angenehm macht, jetzt gleich für den Talk. Ich würde sagen, wir holen mit einem, und jetzt könnt ihr wieder ausrasten, so wie es geht, mit einem donnernden Applaus auf die Bühne, Michael Zorg vom Michael Zorn. Ich habe Zorn gesagt, aber es klang wie Zorg. Zorn, weil Spitzname Zorne vom Fanclub Die Treuen. Jens, Gott sei Dank sind wir live. Das schneiden wir auf gar keinen Fall raus. Richtig. Micha, kommst du noch einmal zu uns nach hinten. Der nächste junge Mann, den wir haben, der war jahrelang bei uns und jahrelang, wir haben ihn als treue Stadionbesucher auf dem Platz 3 Jahre wahrgenommen als Profi, aber er hat die Jugend des VfL durchlaufen. Wir freuen uns, dass er heute hier ist. Er ist mittlerweile 31 Jahre alt, hat ein dezentes Trikot an, was an gute alte Zeiten erinnert. Begrüßt mit mir Jonas Akvistapace. Jonas, das, schön, dass du da bist. Das Trikot sitzt noch wie angegossen. Wahnsinn. So. Welche Rückennummer und welcher Spieler? 18 und Danny Latzer. Ja, das passt auf jeden Fall. Sehr gut. Jonas Akvistapace. Es fehlt noch einer in unserer illustren Runde. Ja, im Grunde genommen Mr. VfL. Atta wird ein bisschen neidisch, wenn er auf die Verweildauer des jungen Mannes schaut. Er ist seit 2000 ununterbrochen im Verein, also jetzt seit 2 Jahrzehnten. Inzwischen nicht mehr auf dem Platz, seit wenigen Wochen, dafür jetzt in anderer Funktion unterwegs, in welcher auch immer, wird er uns gleich erzählen. Patrick Fabian. Da vorne ist dein Platz. Tag zusammen. So Jens, dann würde ich sagen, nehmen wir auch mal Platz. Beim Patrick müssen wir aktuell ein bisschen aufpassen. Ihr habt es ja bestimmt mitbekommen. In unserer Profimannschaft haben wir aktuell einen Corona-Fall. Danny Blum ist da infiziert und als Bindeglied, ich sag's mal mit meinen Worten, ist Patrick Fabian nach seiner aktiven Laufbahn natürlich weiterhin dem VfL treu geblieben und dementsprechend müssen wir alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, damit es da keine Infektion gibt, die noch weitergeht, die vielleicht in unsere Profimannschaft reingetragen werden kann. Also an der Stelle auch. Patti ist normalerweise ein Typ, der sehr, sehr fannah ist und der immer den Dialog mit den Fans sucht. Heute müssen wir darauf verzichten, aber ich denke, ihr habt Verständnis dafür. Micha, 100.000 Jahre ist natürlich, übertreib immer ganz gerne. Bist du Vorsitzender? Wie ja. Sehr fehlt es dir, dass du die aktuellen Spiele unseres VfL jetzt in der letzten Saison nicht besuchen durftest und zumindest an deinem angestammten Platz in der Ostkurve auch die nächsten Spiele nicht, weil Stehplatz wird es definitiv nicht geben, wenn es dann überhaupt Spiele mit Zuschauern gibt. Ja, also 100.000 Jahre ist natürlich etwas übertrieben, aber wir machen es natürlich schon einige Jahre zusammen, übrigens mit 2 anderen Kollegen noch, die leiten wir diesen Fanclub. Ja, ich sag mal so, bei uns im Fanclub ist es so, dass das nicht nur ein reiner Fanclub ist, wie vielleicht einige andere, sondern die Leute, die da sind, die sind auch eigentlich eine eingeschworene Clique. Das heißt, ein Freundeskreis, der über Jahrzehnte gewachsen ist, sodass natürlich A, dieser ganze soziale Kontakt fehlt, aber natürlich unsere Wochenenden dann daraus bestanden, zum VfL zu gehen, entweder hier oder eben zu Auswärtsspielen zu fahren.
Und ja, da bricht ein großer Teil des Lebens wirklich weg. Meine Familie zu Hause, die muss sich erst mal daran gewöhnen, dass ich am Wochenende dann auch wieder da bin und mit denen was unternehme. Ja, das kommt ja dann an den Spieltagen auch nicht vor. Man ist ja dann auch den Tag etwas länger da involviert. Und ja, natürlich fehlt das. Ja. Man muss sich ja mal vorstellen, wenn uns einer vor Jahren gesagt hätte, das war beim St. Pauli-Spiel so schlimm, wo wir dann in der Ritterburg tatsächlich das erste Spiel mal wieder mit ein bis zwei Leuten zusammengeguckt haben. Wenn dir einer gesagt hätte, du stehst in der Ritterburg, aber es ist ein Heimspiel, wo du nicht drin bist im Stadion. Unglaublich. Also man kann sich das nicht vorstellen. Jetzt ist es ja so, dass wir können halt viel, viel jammern, aber wir werden an der Situation aktuell nichts ändern. Gibt es denn einen Plan B oder hat es einen Plan B gegeben? Also ich kann dem Beispiel sagen, ich trainiere noch einen lustigen kleinen Landesligisten und wir haben dann während der Corona-Zeit einen Mannschaftsabend gemacht, wo wir uns per Skype mit 24 Mann zusammengeschaltet haben und danach haben wir uns, naja, ich weiß nicht mehr viel, ich weiß nicht, wie lange ich vor dem Rechner saß. Gibt es so, solche Plan-B-Strukturen vielleicht bei euch im Fanclub auch oder sind die angedacht oder hat es sowas schon gegeben auf irgendeine Art und Weise? Ja, wir sind ja eigentlich auch relativ gut organisiert, sodass wir jeden Monat auch eine Sitzung machen. Und da haben wir natürlich jetzt auch dann erstmalig angefangen, virtuelle Sitzungen zu machen. Die sind nicht ganz so eskaliert dann wie bei dir vielleicht, aber da die auch donnerstags waren, muss ja jeder freitags noch arbeiten. Natürlich, man schaltet sich da so ein bisschen zusammen, quatscht ein bisschen. Ne? Ich sag mal, zu organisieren gibt es natürlich im Moment nichts, was im VfL betrifft. Aber wir haben tatsächlich auch dann schon mal einen Grillabend ganz real dann doch noch mal zwischendurch gemacht. Natürlich unter den gegebenen Voraussetzungen, alles korrekt mit Abstand und Maske. Und ja, da haben dann aber auch nicht alle teilgenommen, weil dann manche sagen, nee, ich habe kleine Kinder, wie auch immer, soll denen auch freigestellt sein. Aber ein Teil hat sich da getroffen und das auch sehr genossen, weil man eben sich Wochen und Monate nicht gesehen hat. Ja, also da haben wir schon so die eine oder andere Idee am Rande noch. Das finde ich sehr gut. Was wird beim ersten Mal passieren, wenn ihr das Stadion wieder betretet? Was wird das für ein Gefühl? Kannst du dir das vorstellen? Ja, einen kleinen Wind haben sie uns ja schon genommen, indem es ja wahrscheinlich kein Vieh gegeben wird. Das ist natürlich schade, weil dann hätte natürlich gerne mit den Jungs und auch den anderen, die da immer so stehen, auch dann mal wieder angestoßen. Wenn es denn so kommt, ja, also bei uns wird im Übrigen auch diskutiert, gehe ich dann dahin, gehe ich dann nicht hin. Der eine sagt, also unter diesen ganzen Umständen will ich das nicht. Ich für meinen Teil will das und würde auch sofort dahin gehen, wenn es denn irgendwie möglich ist. Und ja, man muss gucken, also so eine Zwangspause hat, glaube ich, noch keiner von uns gehabt. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie es dann wäre. Man kann wahrscheinlich vorher irgendwie vor Aufregung nicht schlafen, ich weiß es nicht. Und dann muss man gucken. Wie man dann den Tag verbringt, wie man das organisiert, ist ja auch immer die Sache, wie gesagt, bei uns, wir sind vorher und hinterher des Öfteren dann auch noch zusammen. Geht das irgendwo, haben die Gaststätten auf oder nicht? Also alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Aber wir werden uns was einfallen lassen. Abenteuerliche Zeit. Jonas, Werbevertrag mit Netto immer noch oder Bock auf ein vernünftiges Trikot? Ja, würde ich auch nehmen, also so ist nicht. Haben wir denn noch ein Trikot für den Jonas hier unter dem donnernden Beifall aller Besucher. Ja? Zum Beispiel, guck mal in die Runde, wer ist denn der Jüngste? 2 Minuten. Das ist alte Schule hier noch bei uns in der Struktur. Der Jüngste muss immer laufen. Und da ist auch schon ein Riesenapplaus für den Dustin. Das sind die Meter, die man machen muss heutzutage. Aber die macht er gerne. Die macht er gerne. Absolut. Jonas, schön, dass du da bist. 3 Jahre lang warst du bei uns am VfL in der Profiabteilung, aber davor gab es ja auch schon eine ganz lange Geschichte. Wir haben hinten gerade schon ein bisschen gequatscht. Spannend. Schilder einmal kurz und knackig deinen Weg zu den Profis vom VfL. Ja, ich bin im zweiten Jahr in der U19 dann hier zum VfL gekommen. Ich habe vorher bei damals noch LR Aalen gespielt. Und als dann die Anfrage aus Bochum kam, ja, brauchte ich wirklich nicht lange überlegen, weil das irgendwie im Vorfeld wirklich einer der Vereine war, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich da mal irgendwie in der Jugend spielen dürfte, das wäre schon irgendwie was ganz, ganz Großes. Und ja, so war es dann auch. Dann 3 Jahre hier U23 gespielt, mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. Zwischendurch dann auch mal auf der Tribüne gesessen, längere Zeit. Und ich weiß noch, ja, das war, glaube ich, ein halbes Jahr, bevor ich dann hoch zu den Profis gekommen bin im Winter. Das war dann zu einer Zeit, als Mimoun Azouak runter zu uns in die U23 degradiert wurde.
und wir im Sommer dann irgendwie so in der Kabine saßen und ich irgendwie ein bisschen niedergeschlagen war, weil ich mal wieder irgendwie nur auf der Tribüne gesessen habe bei der U23. Und Mimun so sagte, ja, mach dir keinen Kopf, Fußball ist so schnelllebig, wir sprechen uns mal in einem halben oder in einem Jahr wieder. Gut, ich habe mir natürlich nichts dabei gedacht. Ich so, ja, ist ja nett, dass er mich versucht irgendwie aufzumuntern, aber was soll da passieren? Ja, und dann irgendwie wirklich, dann war es ein Spiel, irgendwie auf einmal haben wir in Hamburg gegen St. Pauli gespielt und da sagte er dann zu mir, ja, kannst du dich noch daran erinnern, vor einem knappen Jahr haben wir darüber gesprochen, ne? Beide irgendwie, bei beiden lief es nicht so. Mimun wieder oben bei den Profis, ich neu dabei. Ja, schon irgendwie ziemlich verrückt und ja, das war echt eine Wahnsinns-Story irgendwie für mich. Und dann hast du 69 Spiele für den VfL bestritten, dein erstes gegen Paderborn. Was war das für ein Gefühl, wenn man auch innerhalb des Vereins als Spieler ja ein Stück weit, das ist auch schon ein Leidensweg, weil man natürlich in der U23, wenn man da auf Tribüne sitzt, da macht man sich auch Gedanken darüber, verlängern die überhaupt mal einen Vertrag für die Amateurmannschaft, wie könnte es überhaupt mal weitergehen und dann steht man irgendwann am Rand und ist kurz davor, sein erstes Profispiel zu machen. Also Steffen Freund hat mal gesagt, dass es der schönste Moment in meinem Leben war, als der Bundestrainer gesagt hat, Steffen, zieh dich aus. Ich habe das bis heute nicht verstanden, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also der Trainer hat es zu mir auf jeden Fall nicht gesagt. Aber du heißt ja auch nicht Steffen. Also das ist, genau, er sagte, Jonas, zieh dich aus. Das war der Unterschied. Nein, ja, ich weiß, es war ein Auswärtsspiel in Paderborn und wir sind dann mit dem Bus dann hingefahren, haben eine Nacht da übernachtet in der Nähe, ich glaube Bad Lippspringe oder ich weiß gar nicht genau, wo es war. Ja, ich konnte die ganze Nacht kaum schlafen. Hat er dir das den Abend vorher schon gesagt, dass du spielst? Ja, es war mehr oder weniger klar. Es war ja der Zeitpunkt, dass ich hochgekommen bin, war ja dann irgendwann, als Patti sich den ersten Kreuzbandriss zugezogen hatte, war ja dann irgendwie so für mich der Startschuss. Maggie Mavrai ist damals nach Fürth gegangen, also waren nur noch Anta Yahia und Marcel Maltritz als Innenverteidiger bei den Profis. Dadurch bin ich dann hochgerutscht unter Friedhelm Funkel. Und ja, dann haben wir, glaube ich, in Ingolstadt gespielt und Anta hat sich dann eine gelb-rote Karte abgeholt und dann war klar, okay, es gibt jetzt im Prinzip nur noch einen Innenverteidiger plus möglicherweise mich. Wobei selbst da habe ich nicht damit gerechnet. Ich dachte, gut, man kann ja auch einen Rechtsverteidiger oder einen Sechser irgendwie umfunktionieren. Und dann hat er mir, einen Tag vorher hat er mir das gesagt. Man hat das schon so in der Woche im Training vorher immer mehr so ein bisschen gemerkt, dass das wirklich irgendwie passieren könnte. Aber wirklich dran geglaubt habe ich dann trotzdem nicht. Gehofft ja, aber dran geglaubt nicht so wirklich. Und ja, dann hat er es mir einen Tag vorher gesagt. Und ja, also ich stand völlig unter Spannung. Das war ein Wahnsinnsgefühl zu wissen, okay, man darf da jetzt spielen. Gleichzeitig auch eine riesen Nervosität, Aufregung, Vorfreude, alles Mögliche, keine Ahnung. Und ja, das war ein Riesengefühl für mich, ja. Weißt du übrigens, dass das für jeden, der in der schreibenden Zunft ist, auch ein Riesengefühl ist, deinen Nachnamen im Ticker anzugeben, bis dahin ist das Spiel durch, wenn alle 26 Buchstaben, die in deinem Nachnamen vorkommen, eingegeben worden sind. Jonas Acquistapace, aber der Name klingt italienisch, kommt auch aus dem Italienischen? Ist das richtig? Genau, ist ein italienischer Nachname. Meine Vorfahren stammen ursprünglich aus Italien. Ist jetzt allerdings auch schon knappe 300 Jahre her, dass die ersten Acquistapaces dann nach Deutschland gekommen sind. Der Name hat sich gehalten, die Sprache und ja, das Aussehen jetzt auch nicht unbedingt mehr. Und ja, heißt so viel ungefähr frei übersetzt, sagen wir mal, der den Frieden bringt. Für einen Innenverteidiger super Name, oder? Ja. Komm, bitte. Könnt ihr auch mal Patti fragen, ob ich immer so den Frieden gebracht habe oder vielleicht eher ein bisschen Unruhe, weiß man nicht so ganz genau, aber... Gut. Fabian heißt übrigens übersetzt auf Deutsch der alles tritt. Patrick, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Erster Kreuzbandriss bei dir. Manchmal ist es ja im Fußball so, dass einer aus der Mannschaft davon partizipiert. Das war es in dem Fall du. Bei dir begann ein körperlicher Leidensweg und an der Stelle kann ich auch nur nochmal betonen, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, weil wir schon in diversen Talkrunden zusammengekommen sind, dass ich als Mensch absolut den Hut davor ziehe, dass man mit so unfassbar vielen Verletzungen halt nie liegen geblieben ist, sondern immer wieder aufsteht. Und ich glaube halt einfach, dass du für uns als VfL jetzt auch genau der richtige Mann an der richtigen Stelle bist. Denn so ein Bindeglied halt einfach zwischen Mannschaft und Vorstand, einer, der noch so unfassbar nah am Platz ist
und das auch noch dann natürlich transportieren kann, weil, wie gesagt, du hast ja die Schuhe praktisch jetzt gerade erst ausgezogen oder wahrscheinlich noch gar nicht richtig aus. Von daher schön erstmal, dass du da bist. Aber fühlt man da mit einem Mannschaftskollegen mit und wünscht ihm auf eine Art und Weise Glück, obwohl man genau weiß, dass es ja eigentlich intern Konkurrent ist? Ja, erstmal danke für die Worte nochmal und zu der Frage, also ganz klar, ich in der Situation, wo du dich dann verletzt, dann kannst du es ja eh nicht mehr ändern und dann wünschst du deinem Kontrahenten oder deinem Mannschaftskollegen, also letzten Endes sind wir ein Team, natürlich auch das Beste, und wenn man dann wieder fit ist, dann geht man halt in diesen Konkurrenzkampf, aber grundsätzlich sollte das ja alles sportlich ablaufen und der Bessere dann sozusagen den Platz auch bekommen, aber ich habe nie irgendeinem meiner Konkurrenten jetzt irgendwas Böses gewünscht. Natürlich steht man lieber auf dem Platz und kann sich auch mehr freuen. Alles andere wäre gelogen. Es gibt ja auch die, die sagen, nö, ich saß auf der Tribüne und war wunderbar, wie da unten die Mannschaft das Ding gewonnen hat. Und ich habe mich genauso gefreut, wie wenn ich mitgespielt hätte. Also das gibt es, glaube ich, nicht. Dazu sind wir auch alle zu ehrgeizig und wollen auch selber mitspielen. Aber in der Situation kam der Gedanke halt überhaupt nicht auf. Ein Spieler wie du, der so viele Kreuzbandrisse und diverse Blessuren, die ja wirklich Karriere einschneidend sind, mitgemacht hat. Ich stelle mal ganz platt eine Frage vor den Kopf. Ist die aktuelle Fußballergeneration zu weich? Dauert schon zu lange. Patrick Fabian, schön, dass du heute da bist. Ich habe halt manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass... Also ich komme tatsächlich auch noch aus einer fußballerischen Zeit, wo ich sage immer gerne, wo man den Offensiven auf dem Platz operieren konnte. Also da gab es keine gelbe Karte oder Grätsche von hinten. Ich sehe gerade Saki Moisides sitzen, da kann ich nur sagen, der tat halt immer weh. Heutzutage ist das schon sehr reglementiert, was auch komplett richtig ist. Aber ich habe halt manchmal das Gefühl, dass vielleicht auch bei unserem VfL in der einen oder anderen Situation der ein oder andere Spieler nicht bereit ist, so sehr über den Schmerz zu gehen, wie es vielleicht notwendig ist. Wir nennen natürlich keine Namen, sondern ich meine das im Allgemeinen, als auch in der Fußballsituation. Ja, glaube ich, kann man nicht pauschal sagen, natürlich. Das hat sich natürlich alles verändert, das ist klar. Ich habe zum Glück die Zeit noch miterlebt mit so Haudegen wie Thomas Sebel und Marcel Maltritz natürlich auch, Dabrowski, Pavel Drižek, und weiß das auch sehr zu schätzen heute, wie da die Erziehung auch von jungen Spielern war und wie die sich teilweise auch auf die Socken getreten haben, wie fies es teilweise auch wurde, wenn es dann um die Plätze ging tatsächlich. Das habe ich eigentlich heutzutage, erlebe ich das gar nicht mehr so. Da wird eher der, naja, ich sag mal, der einfache Weg des, ah ja, dann gehe ich halt woanders hin. Dann wähle ich einen anderen Weg und dann bin ich weg hier. Und das habe ich ja schon mal in der jüngsten Vergangenheit jetzt so angesprochen, mal Widerstände auszuhalten und zu sagen, nee, das ist jetzt scheiße für mich, aber da beiße ich mich durch und ich gebe Gas und ich versuche dem Trainer zu zeigen, dass er falsch liegt. Das ist leider nicht mehr so häufig der Fall, sondern es wird dann mehr auf irgendwelche anderen Dinge geschaut und dann am Ende einen Weg gewählt, der ja eigentlich so ein bisschen so ein Weglaufen ist vor dem Problem, dem man sich eigentlich stellen müsste. Und ja, manchmal wünscht man sich das zurück. Auf der anderen Seite, Jonas und ich haben gerade darüber gesprochen, darf man nicht immer von sich selber ausgehen. Es ist ja zum Beispiel auch dieses Ding mit den Handys, Instagram, Social Media. Und ich bin auch da mit, keine Ahnung, Nokia 3210 und Snake groß geworden und kann das nicht nachvollziehen, wie die teilweise so in ihren Dingern versinken. Aber ich muss irgendwo auch mich in die reinversetzen können und sagen, ja, aber die kennen es halt auch nicht anders und sind so groß geworden. Das ist dann halt heute so. Und da muss man am Ende, glaube ich, versuchen, einen vernünftigen Mix irgendwie hinzubekommen. Finde ich gut, dass du da kein Blatt vor den Mund nimmst. Wie viele Möglichkeiten hat man da, Einfluss zu nehmen? Ich meine, jetzt wahrscheinlich, die Jungs haben dich ja auch, die kenne ich noch vom Platz, also dementsprechend hat dein Wort vielleicht mehr Gewicht, als das bei den jungen Spielern in 10 Jahren der Fall sein wird. Weil machen wir uns nichts vor, wenn man zum Beispiel die großartige Fußballschule des VfL sieht, da muss man den Kids natürlich auch jetzt schon erklären, die da hinkommen, wer Darius Wosch war, wer Atalamek war, das muss man erklären. Hören die Jungs dir zu und nehmen die sich was an davon oder ist das auch eher so personenabhängig? Ich glaube schon, dass sie zuhören, würde ich denen auf jeden Fall raten. Schon mal eine gute Einstellung. Ansonsten kann ich die Schuhe auch noch mal für eine Trainingsleiter noch mal anziehen. Brauchst du gar nicht, Kreis reicht. Nee, ja, oder genau. Nee, ich glaube auch da, es liegt auch noch daran, dass ich Spieler war. Da ist jetzt aber gerade natürlich auch die Schwierigkeit, dass ich mit vielen Jungs auch extrem eng befreundet bin und natürlich jetzt auch da die Distanz irgendwo auch wahren muss. Ne? Das ist dann die andere Seite. Und
Auf anderen kennen die jungen Spieler mich halt eben auch noch als den Spieler, als den Führungsspieler. Aber ich glaube gar nicht, dass sie das so sehr bei mir vom Spieler abhängig machen, weil ich habe letztes Jahr auch nicht viel gespielt und ich glaube, das liegt dann eher an der Person, an dem Auftreten, das man hat. Ich glaube, dass wenn man echt ist oder sich nicht verstellt und einfach auch geradeaus Dinge sagt, aber eben nicht irgendwo sich einfach verstellt, dann spürt der Gegenüber das und das spürt auch ein junger Spieler. Und ich glaube, bei den Jüngeren ist es dann teilweise einfach auch die Unsicherheit, die sie halt einfach haben, die sie irgendwie mit irgendwas anderem so ein bisschen kaschieren wollen, die ich aber schon erkenne. Und ja, darüber einfach dann der Respekt vor mir, vor meinem Wort auch einfach automatisch kommt. Und ich glaube, in 10 Jahren kennt mich vielleicht keiner mehr als den Fußballspieler Patrick Fabian von den Jungs, aber ich hoffe, dass sie mich als Person, weil ich einfach immer noch so geblieben bin, wie ich jetzt halt auch bin, wahrnehmen und dann auch eben zumindest mal ein bisschen zuhören auf das, was ich so erzähle. So, Jens, bevor du übernimmst, wollen wir mal den Jonas hier vernünftig anziehen. Jonas, komm mal her, du weißt ja, ne, wenn du jetzt von Netto nicht irgendwie noch so einen Produktplacement-Vertrag hast, wie man so schön sagt, würde ich dich doch bitten, unseren neuen Werbepartner in das Bild und auf das Gelände der Moritz-Fiege-Brauerei zu transportieren. Sieht da nicht großartig aus. Jonas Aquistapace. In Flutlicht blau hell. Trikots könnt ihr natürlich auch Coffee erwerben, wer es noch nicht getan hat. Jetzt kommt der Werbeblock natürlich, 49,95 für Kinder, 69,95, wenn ich richtig informiert bin, für Erwachsene. Auf jeden Fall, die Marketingabteilung feiert mich dafür gleich dann noch ab. Wo machen wir denn weiter? Machen wir wieder links außen mit dem Zorne weiter? Hätte ich dich mal gleich bei deinem Spitznamen genannt, dann wäre es zu diesem akustischen Fauxpas nicht gekommen. Ne? Auf jeden Fall, das wäre einfacher gewesen. Was du vorhin erzählt hast, wo ich nochmal dazwischen gegrätscht hätte, wie hat es denn die Familie eigentlich ausgehalten? Du hast ja geschildert, das war für die Familie eine total ungewohnte Situation auf einmal. Das Familienmitglied Nummer 1 oder 1b, wir wollen jetzt die Gattin nicht, ne? Also, ne? Kennst die Problematik, ist jetzt auf einmal greifbar und zu Hause und auch noch das ganze Wochenende, oh graus. Wie haben Sie das abgehalten? Warte, Michael, bevor du antwortest, also diese Reihenfolge, die du da bringst, Jens, ne, die sagt deutlich mehr über dich aus als über den Micha. Aber er hat recht. Erfahrung. Nein, es ist ja nicht nur so, dass man auch am Wochenende länger zu Hause, ich sitze zudem auch noch seit Mitte März im Homeoffice, das heißt, ich bin auch die ganze Woche noch da. Da haben die natürlich besonders Spaß, aber es eröffnet natürlich gerade fürs Wochenende auch ganz viele andere neue Möglichkeiten, Ausflüge, die man sonst nicht gemacht hat und weil man die Zeit nicht hatte oder vielleicht dann auch ein bisschen müde war am nächsten Tag. Also ist eine Umstellung tatsächlich für alle, weil auch die Tochter dann nachher, die Jüngere, noch zu Hause war von der Schule und man war auf einmal wirklich 24 Stunden quasi zusammen, was man eigentlich lange Jahre vorher nicht mehr war. Das musste man auch erst wieder lernen. Die Familie ist aber noch intakt. Noch ja. Ja, okay, gut. Jetzt wird es aber langsam Zeit, dass das Spiel wieder losgeht. Ja, wir sind auf jeden Fall alle heiß auf die Fußballzeit. Wir freuen uns auch, dass wir heute einen großartigen Künstler bei uns haben. Und dementsprechend soll natürlich die Musik auf dem Gelände auch nicht zu kurz kommen. Da muss man an der Stelle nochmal sagen, dass all unsere Künstler, die beim Akustikheimspiel des VfL Bochum aufgedribbelt sind, das natürlich ohne Gage gemacht haben und das in einer Zeit, wo die Zunft mit dem Mikrofon in der Hand sowieso Umsatzeinbußen hat, wie es kaum ein anderer Wirtschaftszweig hat. Das muss man einfach so sagen. Die Gastro hat es noch ähnlich schlimm erwischt. Und alles, was da dran hängt, also die Messebauer, die Konzertveranstalter, da könnt ihr euch ja vorstellen, dass der Umsatz in diesem Bereich halt einfach auf Null geht. Darum freue ich mich umso mehr, dass er, unser Jason Bartsch, keine Sekunde gezögert hat und gesagt hat, da wäre ich sehr, sehr gerne mit dabei. Und jetzt sieht er auch fantastisch aus in dem flutlichtblauen Trikot. Wir freuen uns auf den nächsten Song mit einem donnernden Beifall. Jason Bartsch. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Also ich weiß jetzt nicht irgendwie kokettierend damit, dass ich jetzt hier irgendwie dieses Trikot trage. Ich stehe P rechts und dann links hoch. Ich habe auch schon Leute aus meinem Blog gesehen, die hier sind. Das ist sehr, sehr schön.
Und sonst habe ich übrigens unmittelbar, bevor Corona ausgebrochen ist, den Schiri-Schein für diesen Verein gemacht. Ich bin mal gespannt, auf was ich mich da einlasse. Es könnte das kürzeste Hobby meines Lebens gewesen sein. Ich spiele jetzt zwei Songs, die genauso klingen werden wie diese Anmoderation. Nämlich habe mir überlegt, wie es wäre, wenn ein Hund bzw. eine Katze einen Song schreiben würden. Dafür möchte ich eine kleine Umfrage machen. Ich weiß, ihr dürft nicht johlen, aber vielleicht einmal leise. Diejenigen von euch, die einen Hund haben oder hatten, einmal so hui bei drei. Eins, zwei, drei. Okay, so ein paar. Gegenprobe, diejenigen, die eine Katze hatten oder haben, einmal yeah bei drei. Eins, zwei, drei. Okay, sehr viele Frauen mit sehr tiefen Stimmen. Auch Katzenladies in Bochum. Wir fangen an mit dem Hundelied. Das Hundelied geht so. Guten Tag, guten Tag, Bonjörnchen, hallo und ruff, ich bin hier. Oh, ein Stock, oh, wie geil, boah, ein Stock, richtig geil, wirf ihn los, wirf ihn geil, wirf ihn los, boah, ein Stock, ah, wo ist der Stock, hattest du nicht eben noch ein Stock in der Hand, ein richtig geilen Stock, ah, da ist der Stock, oh, wie geil, wirf ihn los, wirf ihn geil, wirf ihn los, und dann hol ich den Stock, ja, genau diesen Stock, oh, ein Stock, was für ein geiler Tag. Ein Stock für den braven Dog. Oh, hast du den Stock schon geworfen, oder hast du mich etwa reingelegt? Ich bin dein bester Freund, meine Hobbys sind die Enten im Park. Ich bring dir Dreck mit ins Haus, nur den besten Dreck, weil ich dich so mag. Egal ob Mops oder Dalmatiner, ich bin ein kleiner Schlawiner. Meine Hobbys sind Häufchen machen und Gassi gehen, Gassi gehen. Was für eine geile Idee, lass mal Gassi gehen, richtig lange Gassi gehen, Gassi gehen. Guten Tag, moin, ruff und hallo, ich bin wach. Ruff, ruff, der Briefträger kommt, ruff, das alte Schwein, ha, dem hab ich's richtig gezeigt, ja, zieh Leine, eine gute Zeit, um mal wieder richtig schön meinen Schwanz zu jagen, meinen Schwanz zu jagen, heute krieg ich ihn, guck, ha, viel hat da nicht gefehlt, ich mach's nochmal, ha, Schwanz, wuff, heute krieg ich dich, heute bist du fällig, oh, jetzt juckt meine Pfote, ah, verdammte Axt, erstmal an der Pfote knabbern, boah, das juckt echt doll. Hast du gerade Gassi gesagt, oder? Warum stehst du an der Tür? Ich bin ein besser Freund, meine Hobbys sind die Enten im Park. Ich bring dir Dreck mit ins Haus, nur den besten Dreck, weil ich dich so mag. Egal ob Mops oder Dalmatiner, ich bin ein kleiner Schlawiner. Meine Hobbys sind Häufchen machen und Gassi gehen, Gassi gehen. Was für eine geile Idee, lass mal Gassi gehen, richtig lange Gassi gehen, Gassi gehen. Gassi gehen, leckerli, 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 lecker Gassi gehen, Gassi gehen, Gassi gehen, leckerli, leckerli, lecker Gassi gehen, lecker, lecker Gassi gehen. Ich warte einfach hier, so lange du auf der Toilette sitzt. Und wenn du rauskommst, krieg ich ein leckerli, dann können wir Gassi gehen, richtig lecker, Gassi gehen, Gassi gehen. Das Katzenlied. Ich wollte extra einen Beat machen, der allen nach 15 Sekunden auf die Nerven geht, damit sich alle einmal kurz fühlen können wie eine Katze. Oh. 7 Uhr morgens, ein leises Miau. Du fragst dich, was das ist, doch dabei weißt du's genau. Du suchst nach dem Schalter von deinem Licht. Bäm, da weck ich dich schon und streck dir meinen Arsch ins Gesicht. Heute Nacht hab ich dir einfach so auf die Matratze gepisst. Fratzengesicht, wenn du dich fragst, wer den Schrank angeknabbert hat, das war ich. Du gibst mir ein Leckerli und denkst, du machst die Katze froh. Oh, ich kratz dich wach und scheiß dir neben's Katzenklo.
Ich frag mich, wofür du mich hältst, Digga. Ich lieg hier, weil ich will, dass du fällst, Digga. Du setzt dich auf die Couch, um einen Film zu sehen. Doch dass dein Laptop da steht, wo ich liegen will, ist dein Problem. Ich will raus, miau, miau. Ich will raus, genau da raus. Du machst auf, ich guck raus. Und lauf wieder rein, ich will doch nicht raus. Ich bin eine Katze, eine Katze. Du bist mir egal. Ich bin eine Katze, eine Katze. Ich zerkratze dein Regal. Ich bin eine Katze, eine Katze. Ich verliere die Fasson, wenn du mich suchst. Ah. Ich liege im Karton. 7 Uhr morgens, ich fange dir eine Maus. Bring sie dir ans Bett und danach weide ich sie aus. Du tippst auf deinem Laptop eine Mail. Ich lege mich auf deine Finger, weil es mir gefällt. Ich spring auf den Schreibtisch und schaffe es nicht ganz. Halt mich doch von deiner Pizza-Calzone weg, wenn du es kannst. Oh, du kannst mir gar nichts, Burr, du dämlicher Schurke. Aber warum hältst du da in deiner Hand eine Gurke? Streichel mich, kaule mich, streichel mich. Kaule mich, streichel mich, kaule mich. Hör sofort auf mit dem Streicheln, Bitch, sonst beiß ich dich. Ich bin eine Katze, eine Katze. Weder treu noch doof. Ich bin eine Katze, eine Katze. Ich würge dir ein Knäuel hoch. Ich bin eine Katze, eine Katze. Ich geb dir einen Tatzen-Slap. Wenn du mich suchst, ich häng in der Katzenklappe fest. Vielen Dank. Jason Bartsch. Dazu muss man sagen, Jason, ich glaube, dass jeder, der eine Katze hat, der hat das eine oder andere schon erlebt. Als ich noch in dem Mehrfamiliengenerationenhaus meiner Eltern, mein Vater, mein Onkel, Zwillinge, wisst ihr ja, gewohnt habe, da hatten wir auch so eine Katze, die ist halt überall rumgerannt, die gehörte offiziell meinem Cousin und in der ersten Strophe, die Nummer, so bin ich mal aufgewacht. Nachts bin ich aufgewacht und guck hoch und guck direkt in Bullseye. Also das habe ich auf jeden Fall, habe ich direkt ein Bild vor Augen. Wie kommt man auf die Idee, aus der Perspektive eines Hundes und einer Katze einen Song zu schreiben? Sehr wenig Schamgefühl und sehr viel Zeit. Also... Ich muss auch sagen, ich hätte zum Beispiel bis vor 5, 6 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich damit mein Geld verdienen könnte. Das kannst du jetzt auch nicht mehr, ich kann dich beruhigen, denn es gibt keine Bühnen auf diesem Planeten oder in Deutschland, wo man noch Geld verdienen kann. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, weiß ich nicht. Nee, ich finde tatsächlich, dass überall etwas rumliegt, worüber man auch Witze machen kann, das haltet ja auch irgendwie auf. Und ich dachte eigentlich ist das so voll auch der Marketing-Gag, weißt du, weil Hunde oder Katze hat halt jeder. Und da dachte ich, das ist, worauf die Leute ihr ganzes Leben gewartet haben und stellte sich raus, nee, aber nicht schlimm, kommt ja vielleicht noch. Wo findet man dich im Netz, Jason? Überall. Genau, also Rock'n'Roll. Instagram und so, mach einfach. Wo nimmst du deine Inspiration her? Ernsthafte Frage tatsächlich. Aus Alltagssituationen, weil ich habe auch gelesen über dich, dass du auch dich politisch engagierst, dass du da unterwegs bist und auch an ganz, ganz vielen Stellen deine Meinung halt kundtust. Woher nimmst du deine Inspiration für Songs und wann sagst du, das ist es wert, einen Song zu schreiben? Schwierige Frage eigentlich. Also, danke. Inspiration ist ja immer alles irgendwie, wo man ist. Irgendwann nimmt man was mit, ist es ja auch meistens Zufall. Was einem dann irgendwie auch im Kopf so lange rumschwirrt, dass man das dann will. Und wo du sagst, so ein Thema für einen Song zu finden, das ist unendlich schwierig. Und dann nimmt man eben irgendwann, was man kriegt. Ja, das ist auch, es ist ja auch so eine Übung, dass man versucht, wirklich über das kleinste Detail noch irgendwie einen Song schreiben zu können. Mal gucken. Aber ja, man hört vielleicht auch raus, ich bin eher so der Hundemensch. Das Katzenlied wurde mir aufgezwungen. Das glaube ich dir auf jeden Fall aufs Wort. Patrick, wenn du jetzt einen Song schreiben müsstest über die nächste Saison des VfL Bochum, wie wäre der Titel? Jason, du musst jetzt zuhören, vielleicht gibt es jetzt Inspiration. Oh, oh. Schon mal gut. Geräusch ist immer gut. Also Geräusch anstelle einer Antwort ist super. Da können wir schon mal einen Loop rausmachen, Jason. Sehr gut. Inspiration von Katze auf jeden Fall. Ja, es ist auch ohne Corona würde ich auch nicht, keinen Bock, das gibt mir sowieso auf den Keks das Wort, also irgendwie... Weiß ich nicht. Wundertüte. Wundertüte. Gutes Ding. Definitiv.
war der VfL oder ist er schon seit Jahren genauso in der letzten Saison? Lass uns einmal kurz zurückblicken. Ich bin ja immer ein Typ, der gerne die positiven Seiten rausstellt. Und dann wäre das Schlagwort für die zweite Hälfte der Saison Corona-Meister der zweiten Liga 2020. Ja, ist ja richtig. Also lügst du ja nicht. Lüg nie, das ist ja mein Problem. Ja, der Teil, der nach Corona kam, war sicherlich absolut in Ordnung. Sowohl von der Art und Weise, als auch natürlich von der Punktausbeute. Ja, was davor war, war schwierig, wie so Wundertüte. Ja, und sicherlich nicht so, wie wir uns das alle auch vorgestellt haben. Und ja, nichtsdestotrotz, das ist abgehakt. Und auf dem, was jetzt zuletzt halt eben war, kann man auf jeden Fall aufbauen und auch so die neue Saison dann halt angehen. Wie hast du das empfunden, Micha? Muss ich einmal kurz rübergeben, den Spielball auf die Seite der Fans, weil machen wir uns nichts vor, das ist ja dann, wir sind ja nun mal in Deutschland und da wird man ja dann ganz oft auch von den Sympathisanten aus hier, ich weiß gar nicht, wie die anderen beiden heißen im Ruhrpott, der eine Verein da mit seinen 179 Millionen Euro Schulden, wie das funktioniert, ist mir bis heute noch ein Rätsel, aber gut, da wird man ja dann ganz gerne auch belächelt und man kriegt permanent zu hören, ja, jetzt seid ihr mal nicht im Stadion, da läuft es beim VfL. Wie hast du das empfunden von der Seite? Natürlich Freude, weil auch da, bevor ich dir das Wort gebe, wir sollten nicht vergessen, dass wir als Tabellen-15. gestartet sind in die Corona-Zeit, also dass das Abstiegsgespenst mehr als allgegenwärtig war. Dann so eine Serie hingelegt, da sind wir natürlich alle froh drüber, aber, mich ja ganz ehrlich, aus der Seele, und wir sind ja hier unter uns, wir sind nur VfLer, du hast nicht ein bisschen weh auch, dass in dem Moment, wo wir Fans nicht mehr im Stadion sind, auf einmal der VfL ja auch fußballerisch richtig gute Leistungen gezeigt hat? Ja, genau. Das ist genau das richtige Wort. Es tat höllisch weh, weil wir ja natürlich auch noch nicht mit gerechnet haben. Wir mussten ja sogar noch damit rechnen. Moppel hatte uns den Hinweis anfangs gegeben, als das alles so losging. Man musste ja sogar noch damit rechnen, dass unter Umständen die Saison gar nicht zu Ende geführt wird. Und wenn man dann rauskommt und vielleicht das eine oder andere Spiel verloren hätte, dann wäre man vielleicht auf den Abstiegsplatz abgerutscht und dann wäre vielleicht Schluss gewesen, dann wären wir runtergegangen. Also hatte man dann eine richtige Angst und dann wurde die, man hat natürlich die Spiele dann vorm Fernseher mit einem Kumpel oder zwei dann auch geguckt, aber ist natürlich überhaupt kein Vergleich. Ja, und man hat sich die Augen gerieben und gedacht, was ist da los? Und dann tat es natürlich umso mehr weh, da nicht bei sein zu dürfen. Ja, und wie gesagt, vorhin schon dann in der Ritterburg daneben zu stehen, 500 Meter vielleicht entfernt und daran an diesen Siegen nicht teilhaben zu dürfen, also Hölle, es war, also wenn man das wirklich, und da rede ich euch allen ja sicherlich aus der Seele, das so lange mitmacht, das ist eine körperliche Qual fast, das ist wirklich. Ist tatsächlich so. Nun gab es ja nicht wenige, die behauptet haben, der VfL würde nur deshalb so gut spielen, weil eben keine Fans im Stadion seien, nämlich die ganzen Meckerköpfe fehlen würden. Ist das eine Meinung, bevor ich die ehemaligen Leistungssportler befrage, die du teilen kannst? Also ich hätte jetzt auch gesagt, frag doch einfach die Aktiven oder ehemaligen Aktiven, ob die das so empfunden haben. Ich glaube das nicht. Also klar, das Publikum ist oder wir sind natürlich alle ein bisschen kritisch, aber ich denke mal, dass das schon eher so die Minderheit ist, die dann sich so auch tatsächlich hörbar äußert. Ich glaube gar nicht, dass das so unbedingt auf dem Platz unten ankommt, wenn da so Einzelne da irgendwelche Unmutsäußerungen machen. Klar wird das dann immer gesagt, ihr seid immer nicht da oder vielleicht solltet ihr auch ganz die nächste Saison wegbleiben, damit sie dann aufsteigen. Das sind natürlich die Sprüche, die dann immer kommen. Ich habe das nicht so gesehen, ich habe einfach immer nur gehofft, lass diesen Scheiß vorbei sein endlich. Bevor Patti was dazu sagt, weil er noch sehr, sehr nah an der Mannschaft ist, Jonas, du warst als junger Spieler dann irgendwann im Profikader unterwegs, dann auch noch als Innenverteidiger, wo man natürlich auf einer Position spielt, wenn man da einen individuellen Fehler macht, wird das meistens sofort zählbar bestraft. Stell ich dir die Frage und ich bitte dich wirklich, das ehrlich zu beantworten, können die eigenen Fans auch manchmal eine Bürde sein für einen jungen Spieler? Ja, auf jeden Fall. Gar nicht jetzt davon abhängig, wie die Fans sich in den einzelnen Situationen verhalten unbedingt. Und also ich muss hier wirklich sagen, man nimmt das auf jeden Fall wahr, ich nehme es auf jeden Fall wahr auf dem Platz. Und ich glaube auch jeder der anderen Jungs auf dem Platz nimmt schon wahr, was so eine Stimmung in so einem Stadion herrscht. Jetzt nochmal auf gerade zurückzukommen. Bei mir war es schon so, dass ich immer gerne zu Hause gespielt habe. Ich fand es immer schön, hier in Bochum zu spielen. Aber für mich war der Druck auch tatsächlich viel, viel größer, weil ich schon wusste, worum es geht. Ne? Man wurde viel mehr beäugt
Man hat immer irgendwie ein direktes Feedback bekommen, wenn es dann mal nicht so gut lief. Und da war es mir irgendwie immer lieber, wenn ich irgendwie auswärts gespielt habe und die von vornherein gesagt haben, ihr seid scheiße, ihr könnt hier gar nichts holen und keine Ahnung, dann kriegt man so eine Hass, ja, so eine Trotzreaktion. Mhm. Ne? Und zu Hause war einfach so, man geht raus, man hört Herbert singen, man sieht die Fans da mitgrölen und feiern und ich kann halt, wie gesagt, immer nur von mir persönlich reden, aber für mich war es schon ein höherer Druck, zu Hause zu spielen, obwohl ich wirklich immer gerne zu Hause gespielt habe. Und das glaube ich nämlich auch, Micha. Das wird von uns, von Seiten der Fans, ganz, ganz oft unterschätzt. Dass wir reden jetzt nicht über die Spiele, wo wir 5-0 gewinnen oder wo wir uns alle jubelnd in den Armen liegen, sondern wir reden wirklich von diesen Knickdingern, wo es mal 1-1 steht, wo mal ein dicker Bock passiert. Und da hat es auch nichts damit zu tun, inwieweit man, wird ja immer gerne gesagt, das sind Profis, die müssen das abkönnen, die verdienen da viel Geld mit. Aber am Ende des Tages haben ganz viele von euch halt einfach schon mal auf dem Platz gestanden. Und da geht es nur um Fußball. Und wenn ich als Spieler auf dem Platz stehe und ich habe kein Selbstvertrauen, oder ich habe halt einfach Angst, dass ich ausgeführt werde in einer Situation, wo ich unter Druck geraten kann im Spiel, dann kann das schon eine Bürde werden. Von daher gebe ich das jetzt auch mal an dich weiter. Ich habe das schon ganz, ganz oft in vielen Diskussionsrunden gesagt, dass wir Fans uns da vielleicht ein bisschen regulieren müssen auch, obwohl mir das manchmal auch natürlich schwerfällt, wenn er jetzt zum 5. Mal mit dem Kopf durch die Wand will oder zum 5. Mal halt irgendwie auf der Torlinie den Ball mit dem Fuß annimmt, dann kann man schon mal ausflippen, aber ich glaube, dass wir bei dem einen oder anderen Spieler, und da fällt mir jetzt gerade Partizan Maxim Leitschert ein, der eine Bombensaison gespielt hat im letzten Jahr, ein junger Mann ist, aber ich glaube, dass man dem auch genauso schnell sein Selbstvertrauen nehmen kann, wenn man das falsch einstellt, wie er sich das aufgebaut hat. Also, das wollte ich ja damit auch eigentlich sagen, denn ich finde, gerade das ist das Gefährliche. Also ich kann jetzt schon gut nachvollziehen, wenn du sagst, das ist eine Bürde dann oder der Druck ist zu groß. Deswegen wollte ich auch eigentlich eher die Hoffnung rausbringen, dass die Mehrheit eben nicht pfeift und nicht Buh ruft oder sonstige Beleidigungen oder was wir ja auch haben. Und gerade in der Ostkurve kriegt man das natürlich hautnah mit. Und da geht es ja teilweise sich gegenseitig auch an die Wäsche, weil die einen wollen pfeifen, die anderen sagen, ich pfeife grundsätzlich niemals. Da gehöre ich zum Beispiel auch zu, weil ich einfach der Meinung... Das wäre jetzt der Moment gewesen, wo ihr jetzt klatschen dürfen übrigens. Ja, da bin ich, glaube ich, nicht alleine, weil das kriegen wir halt, danke sehr, das kriegen wir halt natürlich auch mit. Ja, da steht dann unten einer, der pöbelt auch die eigenen Leute an und dann kriegt er natürlich von rechts oder links, hör auf damit und dann schaukelt sich das hoch. Also gerade in der Ostkurve ist das sehr geteilt oft, das Publikum, da bin ich bei euch. Und dann kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass wenn sie sich dann einen ausgesucht haben, das passiert ja dann auch schon mal, dass das für den dann eine ganz schlimme Sache sein kann. Und dann hat man den Druck und sagt sich vielleicht tatsächlich, dann lieber auswärts. Was nicht schön ist, also so soll es ja nicht sein, das soll ja ein Genuss sein. Also wir reden jetzt über die letzten 5%, das muss man auch mal klarstellen, wenn es dann mal wirklich eng wird oder wenn auch, die Spieler haben ja auch ein Gespür dafür, ob sie jetzt gerade noch nicht mal scheiße gespielt haben, das will ich gar nicht sagen. Ich sage immer ganz gerne, wenn du abends in den Spiegel guckst und du hast wirklich alles dafür getan und du kannst es vor dir selber, du musst es nicht rechtfertigen, sondern vor dir selber sagen, du hast dir den Arsch aufgerissen, das sollte einfach nicht sollen sein, dann finde ich das total in Ordnung. Aber jeder Spieler, der auf dem Platz stand, egal ob du das warst, Patti, oder du, Jonas, aktuell noch, das weiß man auch selber, ob man diese 100% gerade abgerufen hat oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darf man natürlich auch seinen Unmut äußern. Wie anfällig ist die Mannschaft des VfL Bochum im nächsten Jahr für solche, nennen wir es mal, Selbstbewusstseinsschwankungen? Ja, gute Frage. Werden wir sehen, ob dann Zuschauer drin sind oder nicht. Nein, also ich wollte dazu noch mal kurz was sagen, weil man neigt ja oft dazu, dann immer sich das so zurechtzulegen, wie es halt gerade ist oder wie es halt gerade einem auch passt und was man halt sagen möchte dann im Moment oder sehen möchte auch. Und dann ist klar, dass gesagt wurde, ja, die Mannschaft funktioniert nur ohne Zuschauer. Das glaube ich eigentlich nicht. Absolut nicht. Also das ist ja auch Quatsch. Nicht falsch verstehen. Ich glaube schon, dass die Fans euch in den richtigen Momenten mega pushen. Wir reden über die letzten 5%. Nee, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Fußball ohne Fans nicht das ist, was es ist. Für uns alle nicht, das ist ganz klar. Also man spielt ja auch Fußball, um dieses Gefühl eben zu erleben. Diese Emotionen, die da ausgelöst werden, die werden halt dann auch nur so ausgelöst, wenn halt auch Leute dabei sind, wenn es halt dann auch natürlich viel emotionaler zugeht, als wenn du mit 22 Mann auf dem Platz stehst und sonst ist eigentlich niemand da, außer den Schiedsrichtern irgendwie. Das ist nicht das, was Fußball ausmacht. Deswegen wünschen wir uns auch alle Fans zurück. Nur eins ist auch klar, wir alle Fußballer, wie wir auf dem Platz stehen, sind definitiv auch keine Maschinen. Und
Ich habe das in Bochum, sicherlich gibt es das woanders auch, aber in Bochum hautnah miterlebt bei Marcel Maltritz damals, der also wirklich, also da, das war schon ziemlich heftig. Dann habe ich das bei Andi Luthe mal mitbekommen. Am Ende war es meine eigene Person auch, die mal da durchgehen musste, wurde natürlich mit viel, viel, ja, einem großen Shitstorm eigentlich ausgesetzt bist. Und da kann mir keiner erzählen, dass der das nächste Mal in das Stadion geht und weiß ganz genau, was die Leute über ihn reden, über ihn denken. Und er kommt da hin und zelebriert da den besten Fußball, der für ihn möglich ist. Und das ist halt einfach auch ein Fakt, der schnell mal vergessen wird. Und dann wird gesagt, ja, aber der verdient ja so viel Geld und ach, keine Ahnung was. Das hat das eine gar nichts mit dem anderen zu tun. Überhaupt nichts, weil Emotionen und Ängste, Sorgen, die man dann hat, Gedanken, die man sich macht, können mit keinem Geld der Welt bezahlt oder nicht bezahlt werden. Und genauso gibt es Spieler, weil dann immer gesagt wird, ja, der kommt nur hier hin und verdient sein Geld und geht wieder. Ja, die gibt es auch, sage ich ja gar nicht. Genauso gibt es Spieler, die vor Zuschauern besser spielen als welche, die nicht vor Zuschauern oder schlechter spielen oder ohne Zuschauer besser spielen. Aber grundsätzlich darf man das nie vergessen, dass da Jungs sind, die teilweise Anfang 20 sind, kann sich jeder mal selber hinterfragen, wo er mit Anfang 20 war, Anfang 20 ist vielleicht jetzt gerade und dann in irgendein Stadion läuft, wo auch ist. Am Ende auch egal, ob das da 60.000 sind oder ob es am Ende 5.000 sind, aber du weißt, jeder beleidigt dich und es geht irgendwo unter die Gürtellinie. Gerade Social Media lässt halt auch alles zu heutzutage. Du siehst, du bist auch neugierig als Spieler. Ich habe irgendwann damit aufgehört und ich muss, das kann ich auch so ehrlich sagen, mich auch an jemanden wenden, der mir Tipps gegeben hat, wie ich das Ganze mal beiseite schieben kann für mich. Weil ich nicht verstanden habe, wieso so ein Hass teilweise schon entstehen konnte gegenüber der eigenen Person, gegenüber einem eigenen Spieler der Mannschaft. Und gerade gegenüber einem, der vielleicht wirklich, kurioserweise trifft es dann auch immer die Maltritz, Böhnig damals, Lutes, die wirklich mit dem Herzen ja dann irgendwo dabei sind oder meine Person. Und das war dann schon so, wo ich mir dann dachte, ist das der Fußball überhaupt, den ich will? Weil ich habe angefangen, aus Spaß auch Fußball zu spielen und das hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Und mir ist klar, wenn man Scheiße spielt, da können auch alle pfeifen und das gehört dann auch dazu und das muss man auch abkönnen als Profi. Aber man muss sich auch tatsächlich ein sehr, sehr dickes Fell über die Jahre aneignen, um nicht auf diese ganzen emotionalen Schwankungen, sowohl nach oben natürlich auch, gilt das Gleiche, aber vor allem nach unten eben zu reagieren und dann eben am Ende nicht das abrufen zu können, was man vielleicht abrufen könnte. Super. Das sind ehrliche Worte auch mal von der anderen Seite. Was wir ganz gerne natürlich mit unserer rosaroten Brille immer vergessen ist, dass eine andere Mannschaft auch noch mitspielt. Und die sind ja meistens auch nicht alle vollblind, sondern die können auch ein bisschen Fußball spielen. Von daher ist es ja immer noch der Wettkampf, den wir uns wünschen. Nichtsdestotrotz funktioniert es halt nur mit Fans, weil all das den Fußball ausmacht. Kleinen Ausblick jetzt auf die nähere Zukunft. Vielleicht wird die DFL Zuschauer wieder zulassen. Vielleicht aber auch nicht. Wir haben immer eine Infektionsrate, das muss man einfach so sagen, das sind Zahlen vom RKI von 0,01% der Bevölkerung. Da muss man natürlich auf jeden Fall die Notbremse ziehen. Wie hart trifft das den Fußball? Ja, ich rede jetzt nur von den Emotionen, ich rede nicht von irgendeinem Wirtschaftsfaktor, wie es um Schalke bestellt ist, das wissen wir ja alle. Ja, wie hart trifft es den Fußball? Wir sehen das ja alle. Ne? Wir sind alle, die wir hier sind, gerne im Stadion oder deswegen sind wir auch jetzt hier, weil wir eben VfLer sind und unseren Verein sehen möchten. Da mag ja jeder dann auch seine Meinung zu haben, ob das eingeschränkt werden muss oder nicht. Da wird dann die Stadt ein Wort mitzureden haben, die ganzen Verantwortlichen aus Politik, Film und Fernsehen, hätte ich fast gesagt. Da ist natürlich die Frage, ich glaube, wir müssen das oder können das alles mehrmals hinterfragen, wir werden es nicht ändern können, die werden uns irgendwas auf oder uns wird irgendwas aufdiktiert werden, wie es abzulaufen hat, dem werden wir folgen müssen und da kann ich durchaus den einen oder anderen verstehen, der dann sagt, unter den Umständen gehe ich nicht hin, weil darauf habe ich keine Lust und der andere sagt, ist mir egal, wie, Hauptsache ich kann die Jungs sehen. Da wird sich dann auch wieder da wird es dann auch wieder Diskussionen geben, die einen Fangruppierung, das wird ja heute schon laut auch im Fernsehen, dass dann Fan oder Vertreter von Fangruppierungen oder Vereinigungen dann da in den Tagesthemen oder im Heute-Journal dann da ihre Meinung auch schon kundtun, die kann man teilen oder nicht. Ich für meinen Teil, und wir haben die gleiche Diskussion auch im Fanclub im Übrigen, ne? Habe ich ja gerade schon kurz gesagt, der eine sagt, nee, da habe ich keine Lust drauf und die anderen sagen, oh, ich kann es kaum erwarten, ich will unbedingt wieder. Und da wird es irgendeinen Mittelweg geben müssen.
Und ja, ich sag mal, der Fußball hat für mich sowieso ein bisschen gelitten jetzt auch, weil man angeblich dann jetzt wieder eine Extrawurst dafür gebraten hat. Lass das mit der Wurst. Ja, ne, aber das ist ja auch so eine Diskussion dann in der Öffentlichkeit, wo man sich fragt, haben wir keine anderen. Also das finde ich völlig okay. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn man innerhalb des Fanclubs darüber entscheiden kann, ob man jetzt an einer Veranstaltung teilnimmt oder nicht. Die Entscheidung habt ihr, wie ihr heute anwesend seid, auch treffen können für euch. Ihr habt euch dazu entschieden, hier hinzukommen. Aber es steht ja überhaupt die Diskussion noch aus, ob man diese Entscheidung überhaupt treffen kann oder nicht. Jonas, dein Weg hat sich jetzt aktuell ein bisschen wieder Richtung Ruhrpott gewendet. Du hast eine Reise hinter dir gehabt im Fußball, die echt atemberaubend ist. Wir haben eben einmal kurz gesprochen. Omonia Nicosia, Zypern. Meister, glaube ich auch, ne? Also Rekordmeister? Nee, wer war denn noch Rekordmeister? Auch eine Truppe aus Nicosia, glaube ich. Ja, genau. Rekordmeister, ja. Jetzt aktuell ist es Apoel, die dann auch immer Champions League spielen. Aber Omonia ist so der, ja, was die Mitgliederanzahl und Fans angeht, so der größte Verein auf Zypern. Da hat es dich hin verschlagen. Danach Wien, Wiesbaden, Halle, Zwickau, Lotte, Verl, Wattstadt 09, Lippstadt. Und jetzt ist es BSV Schüren in der verbotenen Stadt. Erzähl ein bisschen was über deine Reise. 31 Jahre bist du mittlerweile alt. Siehst aber nicht so aus, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Danke. Fußball hat dich auf jeden Fall jung gehalten. Wie kommt man denn, und jetzt sag mir bitte nicht mit dem Flugzeug, von Bochum nach Nicosia? Ja, ist eine etwas kuriose Geschichte. Es war halt so, dass ich hier ja keinen neuen Vertrag bekommen habe im Sommer 2014. Warum nicht? Wer war dafür verantwortlich? Ja, Peter. Peter der Große war es leider. Ja, leider. Und ja, es war dann so, dass ich dass ich dann bis Anfang, Mitte August zu Hause gesessen habe, ein, zwei Angebote hatte, aber ja, als relativ junger Spieler dann, der dann in den letzten drei Jahren dann auch das ein oder andere Zweitligaspiel gemacht hat, man natürlich dachte, okay, es geht ja eigentlich immer nur in eine Richtung, und zwar nach oben. Dann natürlich auch irgendwelche Drittliga-Angebote abgelehnt hat, in dem Wissen, dass es natürlich nur besser werden kann. Dem war dann nicht so. Die Angebote haben sich dann in Grenzen gehalten. Und ich war dann wirklich kurz davor, nach Polen zu gehen, in die erste bzw. polnische Liga, das stand noch aus. Ja, und dann rief mich irgendwann abends mein Berater an, so gegen 10 Uhr, und sagte, ja, wie sieht's aus, wir haben gerade ein Angebot aus Zypern bekommen. Da habe ich gedacht, ja, gut, spielt man da auch Fußball oder was soll ich da jetzt machen? Wäre ein super Verein und wären auch international jetzt dabei und die würden jetzt in der Woche schon Euroleague-Quali spielen und wollen das alles jetzt relativ fix, schnell fix machen. Und die würden dir dann für morgen direkt einen Flug buchen und kannst dir ja mal angucken. Ja, dann war ich natürlich erstmal überfordert und habe gesagt, ja, nee, das ist mir jetzt alles zu kurzfristig, das mache ich nicht. Und dann war auch okay für mich erstmal, habe mich ins Bett gelegt, habe super geschlafen. Am nächsten Morgen kam dann nochmal ein Anruf von meinem Berater. Ja, die würden dich gerne wirklich kennenlernen und sehen und guck dir das doch mal an. Und 13 Uhr ist ein Flug für dich gebucht oder erstmal geblockt von Düsseldorf aus. Ich so, ja, wie soll ich jetzt meine Sachen packen und nach Düsseldorf und dann einfach irgendwo in ein Land fliegen, wo ich noch nie vorher war und niemanden kenne oder was? Ja, guck dir das doch mal an. Ich so, boah. Dann habe ich mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, gesprochen. Das ist immer wichtig an der Stelle, dass man es nochmal nachschiebt. Das fällt einem zu Hause auf die Füße. Ja, wobei allzu viel sprechen konnte man ja nicht. Irgendwie, als dann klar war, worauf das hinauslief, liefen bei ihr dann halt die Tränen. Da war nicht mehr viel mit sprechen. Dann habe ich gesagt, ja gut, komm, ich gucke es mir einfach mal an. Kann ja nicht so wild sein, zur Not fliege ich halt wieder zurück. Habe dann meinen Vater angerufen, habe gesagt, ja, wollte nur kurz Bescheid geben, ne? Ich bin auf dem Weg nach Zypern. Also, ja, ja, okay, was ist los, was möchtest du? Nee, ich bin jetzt wirklich auf dem Weg. Ich so, ja, bin jetzt erstmal auf Zypern. Ja, gut, alles klar, hingeflogen. Mein damaliger Berater dann noch kurzfristig abgesagt, ich also alleine dahin. Das ist natürlich auch sehr gut, ne? Dass man in den heutigen Zeiten den Spieler halt einfach mit Anfang 20 alleine dahin fliegen lässt und ihm viel Glück wünscht. Ja, hast du wenigstens direkt unterschrieben? Ja, genau. Ich habe mich dann auch am gleichen Abend noch irgendwie so ein bisschen dazu drängen lassen, uns zu unterschreiben, weil die ja meinten, ja, kann man ja im Endeffekt nachher auch noch wieder rückgängig machen. Ich so, ja, okay, alles klar. An der Stelle eingehakt, wie hast du das denn zu Hause, speziell bei der die Tränen flossen? Ja, erzählt? Unter Tränen, Jens, wie denn sonst? Schatz, ich muss dir was sagen.
Ja, gute Frage. Kann ich mich echt. Ich glaube, ich habe es irgendwie verdrängt. Das muss irgendwie ein ganz schlimmes Erlebnis gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich habe ihr dann gesagt, ich so, ja, ich habe jetzt erstmal hier unterschrieben. Sie natürlich völlig panisch reagiert und ich, ja, aber ganz ruhig, ne? Wir setzen uns morgen nochmal zusammen und dann kann man ja immer noch auflösen wieder. Ja, so läuft das auch normalerweise dann auch immer im Fußball ab. Ja, gut, war dann irgendwie so. Ich wusste selber gar nicht, was gerade passiert ist. Habe mich dann ins Bett gelegt, mir nichts dabei gedacht und nach 5 Minuten echt auf einmal Herzklopfen bekommen, Schweißausbruch. Ich im Zimmer hoch und runter getigert, wusste gar nicht mehr, was ich mit mir anfangen sollte. Ja, dann habe ich den sportlichen Leiter, das war ein Deutscher, da angerufen, habe gesagt, ich so, hey Marco, das funktioniert nicht, ey, wir müssen uns morgen zusammensetzen, wir müssen diesen Vertrag wieder auflösen, ich drehe hier gerade am Rad. Ja, beruhig dich erstmal, morgen treffen wir mal die Mannschaft und wir setzen uns morgen früh nochmal zusammen, klären wir alles. Ja, und dann war es am Ende auch so, dass es sich irgendwie alles so ein bisschen gefügt hat, ich dann zur Mannschaft gekommen bin, das Training anfing, man die Leute kennengelernt hat und ja, dann ist auch echt eine richtig coole Zeit war, die 3 Stationen da international gemacht, als wir dann leider unglücklich gegen Dynamo Moskau rausgeflogen sind in der letzten Quali-Phase für die Euroleague. Und ja, dann bin ich aber nach einem halben Jahr doch wieder gegangen. Nach einem halben Jahr, ein Schelm, der jetzt Druck von zu Hause vermutet. Es ging zurück nach Deutschland, Wien, Wiesbaden, eine Station Halle, Zwickau, Lotte, Verl, Wattenscheid 09, auch unglücklich gelaufen im letzten Jahr, Insolvenz angemeldet, dann ging es nochmal nach Lippstadt. Und jetzt bist du beim BSV Schüren mit 31 Jahren, das ist so ein bisschen so auch, dass man sagt, jetzt will ich nochmal ein bisschen mit meinen Kumpels kicken, ein bisschen Spaß haben am Fußball. Ja, genau. Also ich war ja jetzt zuletzt in Lippstadt dann und Regionalliga, wobei eigentlich als Wattenscheid dann durch war, war für mich eigentlich klar, okay, ich suche mir jetzt was hier in der Ecke, wir ziehen jetzt demnächst nach Witten. Dann habe ich gesagt, okay, guck mal, irgendwie Dortmund die Ecke, Bochum vielleicht auch direkt in Witten was suchen. Dann rief aber irgendwie Lippstadt an und irgendwie will man es ja dann doch nicht wahrhaben, dass die Karriere dann jetzt völlig vorbei ist, nachdem sie ja stetig bergab ging. Und ja, dann habe ich nochmal in Lippstadt unterschrieben für 1,5 Jahre, habe dann jetzt aber nach einem halben Jahr gesagt, die Anfahrt und der Aufwand ist mir einfach zu groß, weil ich dann doch nicht noch die Chance sehe, vielleicht dann doch nochmal irgendwie hier beim VfL aufzulaufen, habe ich dann gesagt, gut, dann kann ich es auch ganz sein lassen und ja, jetzt gibt es dann nach dem Training und nach dem Spiel dann immer schön ein Bierchen. Und eine Fiege hoffe ich in Dortmund. Na klar. Da bitte ich drum. Bringe ich mal persönlich mit. Mal ein bisschen reformieren da den ganzen Laden. Kümmere dich darum, dass es dann demnächst nur noch Fiege gibt und schick ein Foto bei den von Patrick Fabian so verhassten sozialen Medien. Mache ich. Das ist auch immer eine Frage der Perspektive. Also vielleicht findest du das so, aber da muss man auch an der Stelle mal sagen, 69 Zweitligaspiele, Abstecher nach Zypern, Wien, Wiesbaden, Dritte Liga, Regionalliga. Also ich sehe das ganz anders. Da gibt es ganz, ganz viele Fußballer, die das nicht auf dem Deckel stehen haben. Von daher erstmal schön, dass du wieder zurück hier in deine Hometown gekommen bist und so offen darüber redest. Jetzt schwenken wir nochmal einmal zu dir. Patti. Müssen einmal über die nächste Saison reden. Also der VfL hat natürlich ganz, ganz viel Imagegewinn im Umfeld, nicht nur aufgrund der sportlichen Leistung, sondern auch aufgrund der Art und Weise, wie sich der Verein in der Corona-Zeit platziert hat. Auch die Flutlichtkampagne ist großartig angekommen. Die Marketingabteilung, die Eventabteilung und alle Abteilungen, die am Start sind und vor allen Dingen der Kalli, den ich gesondert immer erwähne beim Akustikheimspiel. Die reißen sich wirklich den Arsch auf und haben großartige Ideen, die für sehr viel Aufsehen sorgen und aufgrund der sportlichen Art und Weise, die der VfL in der Corona-Zeit hingelegt hat, sind wir wieder eine richtig, richtig gute Adresse im Profifußball. Die Frage war klar, dass die jetzt kommt. Was ist realistisch für die nächste Saison? Der Kader bleibt im Großen und Ganzen so zusammen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein kleiner Knackpunkt, die Innenverteidigung halt sein wird, weil man auch in der Breite halt gucken muss, aber du jetzt als einer, der jahrelang in der zweiten Liga unterwegs ist, der jeden Tag an der Mannschaft ist, was glaubst du, wo kann die Reise im nächsten Jahr hingehen? Ja, es ist auf jeden Fall eine gewisse Euphorie wieder entstanden durch die Schlussphase der Saison oder durch das letzte Drittel.
durch das, was jetzt passiert ist mit der Kampagne, Flutlicht, mit den Trikots und so, also die sind ja extrem gut angekommen, gefallen mir auch persönlich sehr, sehr gut. Also man hat das Gefühl, dass momentan so insgesamt eine positive Grundstimmung da ist, das ist ganz klar. Aber da kann ich auch immer nur den Zeigefinger heben und warnende Worte sprechen, denn das heißt gar nichts in dieser zweiten Liga. Ich glaube, wir haben gesehen, wie schnell wir einen Stimmungsumschwung in eine positive Richtung lenken konnten und jetzt erleben. Das kann aber auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Also die zweite Liga ist halt nun mal so, dass sie extrem eng ist und man Spieltag für Spieltag wirklich hart arbeiten muss und die bestmögliche Leistung abrufen muss, um eben am Ende auch erfolgreich zu sein. Und wir wünschen uns alle Konstanz, denn dieses Auf und Ab, was wir die letzten Jahre halt immer erlebt haben während einer Saison, das braucht, glaube ich, kein Mensch mehr. Aber eins ist klar, wir haben noch eine lange Transferperiode vor uns. Wir müssen noch gucken, wie sich einzelne Positionen bei anderen Vereinen auch verändern. Wir müssen gucken, wie sich vielleicht der eigene Kader noch verändern wird. Und dann kann man die Saison angehen, dann wissen wir alle nicht, ja, wie findet sie denn dann statt? Mit Zuschauern, ohne, oder gibt es vielleicht nochmal einen Rückfall, Lockdown, keine Ahnung, was da alles im Raum so schwebt. Und deswegen glaube ich, ist oft plakativ, aber diesmal sollte man wirklich die Saison erstmal anlaufen lassen, versuchen, dass man gut reinkommt und natürlich diesen Schwung der Corona-Phase dann des letzten Jahres mitzunehmen, zu punkten und sich dann vielleicht in so einen Lauf zu spielen, den man dann aber auch bitte wirklich mal über eine Saison versucht zu halten. Aber das sind ja schon wieder Dinge, die ich gerade sage, die sind so weit vorgegriffen. Da wird sich noch so viel tun, so viel Bewegung, das ist alles so dynamisch gerade. Deswegen ist es Stand jetzt sehr, sehr schwer zu sagen, was es am Ende für eine Saison gibt. Also das ist klar, wir gehen nicht rein und sagen, ja, wir wollen die Klasse halten und dann sind wir alle zufrieden. Das können wir in Bochum nicht sagen, das ist ja ganz klar, das wollen wir auch nicht. Aber nochmal, man muss seine Hausaufgaben machen, man muss wirklich sehen, dass man halt Spieltag für Spieltag versucht abzuliefern und alles andere erstmal den ersten Spieltag angehen, die erste Pokalrunde angehen und dann, wenn wir sehen, dass die Mannschaft tatsächlich in diese Stabilität kommt, die sie am Ende eben auch an den Tag gelegt hat, ja, dann können wir uns dann nochmal unterhalten. Ist immer schwierig, ganz klare Kiste, von daher vielen Dank für deinen Ausblick, aber ich glaube halt einfach, dass wir als VfL Bochum jetzt wirklich gerade im Umfeld mit den Protagonisten, die ganz nah an der Profimannschaft dran sind, mit einem Reisi als Trainer, mit einem Butcher als Co-Trainer, der jetzt auch noch den Nachwuchsbereich nimmt, mit dir als Bindeglied, mit dem Sesi Şensilor, dass wir da sehr, sehr viel Identifikation, dass wir sehr viel Hometown in unserer Stadt haben, die den Club halt einfach leben. Und ich glaube halt einfach, dass wir da auf einem sehr, 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 sehr guten Weg sind. Jens, was haben wir noch organisatorisch, bevor wir den Jason auf die Bühne bitten? Ja, an der Stelle... Bist du eingeschlafen? Nee, ganz kurzfristig nur, weil wir hatten uns darauf geeinigt, dass deine Anmoderation die 35-Sekunden-Grenze niemals überschreiten darf. Das kann ich nicht. Das waren jetzt gerade 36,7. Also nee, das waren mindestens 3 Minuten 50. Ja, du weißt ja, ich habe immer viel zu erzählen. An der Stelle ist ja normalerweise so, dass ja auch die Fans beim FIGE-Fanabend die Möglichkeit haben zu interagieren. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger aufgrund der Gegebenheiten, aber wer möchte und glaubt, er hätte eine laute Stimme, darf das auch gerne erstmal hier nach vorne brüllen. Falls es akustisch nicht richtig ankommt, können wir noch ein bisschen nachjustieren. Natürlich mit Mundschutz, ne? Weil das ist ja das größte Problem, dass, wie heißt der Stoff, der da beim Schreien oder Singen noch verbreitet wird. Genau. Ich spiele übrigens morgen auf einer Hochzeit. Ich bin der Einzige in der Kirche, der singen darf. Kein Witz. Wusste ich auch nicht. Bis vor einer Woche. Wahnsinn. Wer von euch hat eine Frage? Gibt es Fragen an die Herrschaften, die hier vorne sitzen? Magst du vielleicht eine Frage? Ja, komm, schieß los. Wir übersetzen gerne. Ich übersetze für den Rest, der da in Reihe 4711 sitzt.
So, der Max möchte vom Patti speziell wissen, unserem Bindeglied, wie wir ja heute gelernt haben. Ich nenne dich nur noch das Bindeglied, ist auch schön. Ne? Max möchte wissen, was Patti von unseren Neuzugängen hält. Für diejenigen, die noch nicht so richtig up-to-date sind, Herbert Bockhorn vom nicht namentlichen oder nicht namhaften Verein Huddersfield Town beispielsweise, vorher in einer namentlich nicht erwähnten Nachbarstadt gespielt. Und Tarsis Bonga, Junge aus Nordrhein-Westfalen bzw. an der Landesgrenze, und die letzten Jahre in Sachsen beim FSV Zwickau und Chemnitzer FC zugebracht. Was hältst du von denen? Ja, sind gute Jungs, gar keine Frage. Die Frage, die sich viel mehr stellt, ist, muss es zwingend immer von irgendwelchen namhaften Vereinen sein? Erstens. Zweitens, was heißt genau namhaft im Sinne von, der VfL Bochum wird sicherlich keinen Topspieler vom FC Bayern München verpflichten können. Das muss man halt auch ehrlicherweise sagen und muss vor dem Hintergrund einfach auch ein bisschen kreativ sein, natürlich, was das angeht. Und was natürlich zudem auch noch mit reinspielt, aber wie bei allen anderen Vereinen auch, auch wir müssen natürlich sehen, dass Corona wirtschaftlich nicht einfach spurlos an allem vorbeigeht. Ne? Und wir versuchen, die Mannschaft, die wir letztes Jahr halt eben hatten, ich meine, letzten Endes haben wir ihn nicht neu verpflichtet, aber wir haben es geschafft, Danilo Soares in Bochum zu halten. Das ist ungefähr der mit einer der besten, wenn nicht sogar der beste Linksverteidiger, den wir haben. Ich glaube, es ist allseits bekannt, dass oder kein Geheimnis, dass wir auch versuchen, den Vasili in Bochum zu halten oder wieder zurückzubekommen. Und alles andere ist ja das, was ich gerade schon gesagt habe. Also der Transfermarkt, der hat ja auch noch eine Weile offen und es wird an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch insgesamt Veränderungen auf dem ganzen Markt geben. Der ist noch ziemlich ruhig momentan und da muss man gucken, was wo vielleicht noch möglich ist oder machbar ist. Aber ich denke, dass wir auch so gerade eben aufgrund dem, was wir halt gesehen haben, eine Mannschaft haben, die wir halt danach auch beurteilen können. Und wenn wir das als Maßstab nehmen, ja, dann sieht es zumindest mal gerade nicht schlecht aus für die Basis. Und klar, in der Breite kann man sicherlich oder muss man sicherlich auch noch was tun und schauen wir mal, was sich da eben noch so ergibt. Mehr kann ich gerade dazu nicht sagen. Da hätte ich dann noch eine Anschlussfrage. Was glaubst du denn, das wird ja eine Saison, die uns bevorsteht, die sehr physisch wird, also intensiv wird. Wir werden keine Winterpause haben beispielsweise, also es wird durchgeknüppelt, so à la England. Was glaubst du, was das mit den Mannschaften macht und was das für Auswirkungen haben kann? Ja, grundsätzlich würde ich das Ganze jetzt nicht zu hoch hängen. Das wird dann auch, es ist auch irgendwie eine Kopfsache, wenn ich jetzt die ganze Zeit erzähle oder der Mannschaft sage, wie schlimm alles wird, wenn irgendwann im Winter keine Pause da ist und englische Wochen kommen, ja, dann spielen sie wahrscheinlich auch scheiße und haben das im Kopf. Aber wir haben auch nach Corona gesehen, wo dann halt englische Wochen kamen, dass das eigentlich keine große Problematik für uns dargestellt hat. Und ich glaube, dass wir natürlich Veränderungen vornehmen müssen. Das ist halt auch für die Athletiktrainer, für die Fitnesstrainer Neuland. Man muss sich auf so eine Saison halt auch irgendwie anders vorbereiten, beziehungsweise in der Saison dann auch anders arbeiten. Das unterschätzt der eine oder andere, aber mag es vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Ne? Da denkt man, ja, alles wie immer. Aber es sind halt schon Dinge, die man berücksichtigen muss. Und dann wird es auch wird ja eh anders sein, wie das letzte Drittel der vergangenen Saison auch. Und damit muss man einfach nochmal, ich bin ja immer ein Freund davon gewesen, bei allen Dingen, die ich so erleben durfte, verletzungstechnisch und nicht verletzungstechnisch, Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, da brauchst du auch keine Gedanken drüber zu machen. So, und du kannst nur dich beeinflussen und das, wie du darüber denkst und wie du die Situation annimmst und wie du da rangehst. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch mit irgendwie einer anderen Belastung keine Probleme haben. Als unsere Freunde in der Zeit, als es beim VfL so großartig lief, in der Corona-Pause aus Ückendorf immer gesagt haben, ja, bei euch, da läuft ja ohne Zuschauer viel besser. Da habe ich jetzt zwei im Nachgang der Saison angerufen und habe dem gesagt, pass mal auf, Kollege, weißt du, wie die Realität aussieht? Der beste Linksverteidiger der zweiten Liga, der ablösefrei zu haben ist, der geht nicht zu euch, der bleibt bei uns in Bochum. Schönen Tag noch. Haben wir noch Fragen? Genau.
Also die Frage lautet, als Bindeglied zwischen Vorstand und Mannschaft, ob es vereinsintern schon irgendwelche Diskussionen darüber gibt, die derzeit ja auch öffentlich geführt werden, Einführung einer Gehaltsobergrenze. Nee, also meines Wissens nicht. Ich bin aber auch eher auf der sportlichen Seite aktiv gerade und nicht auf der kaufmännischen, um das mal einfach wegzumoderieren. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn wir über Gehaltsobergrenzen im Fußball sprechen, dann ist der VfL Bochum, glaube ich, die letzte Mannschaft, die davon betroffen ist. Da müssen wir woanders anfangen, von daher brauchen wir uns damit... Ja, aber da war ich nicht dabei und ich habe da auch ehrlich, tatsächlich und wirklich ehrlicherweise keine Informationen, aber ich kann dir gerne, unter vier Augen habe ich in meinem Studium für Wirtschaftswissenschaften meine Bachelorarbeit genau über dieses Thema geschrieben, Salary Caps im Profifußball und ja, wenn du magst, trink mir mal ein Bier und dann erzähle ich dir mal, weil immer so gesagt wird, in Amerika hier, in Amerika da. Ja, das ist da alles auch umsetzbar, da kann aber auch keiner absteigen, da kann auch keiner, keine Ahnung, da gibt es halt nur Titel zu gewinnen und nichts zu verlieren, die haben ein ganz anderes System, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem europäischen Modell und von daher muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, wie man den Wettbewerb dadurch halt extrem limitieren würde und wie du Mannschaften, die gute Möglichkeiten haben, vielleicht ja, einen Wettbewerbsnachteil verschaffst, das ist aber in unserem Rahmen so, wie es in Amerika ist, wie es halt immer dann auch zur Sprache kommt, nicht umsetzbar. Man kann sicherlich darüber nachdenken, ob man das irgendwo deckelt, das ist ganz klar. Aber es ist jetzt alles meine persönliche Meinung. Ne? Also es ist nicht, dass ich an irgendeiner Sitzung teilgenommen hätte. Aber auch dann müssen wir nach unten gucken, weil es gibt natürlich auch in Amerika Mindestgehälter, die gezahlt werden müssen. Und da kann ich dir sagen, da wird es in der zweiten Liga, spätestens aber in der dritten Liga, die auch eine Profiliga ist, extrem dünn. Und von daher... ist das keine Sache, die, glaube ich, innerhalb von einer Diskussionsrunde bei der DFL gelöst werden kann. Okay. Ich schaue nochmal in die Runde. Irgendwelche Fragezeichen in den Augen? Okay, da gibt es reichlich, aber... Eine letzte Frage können wir, glaube ich, noch. Ja. Bevor wir nochmal zur Musik kommen. Und danach gibt es natürlich auch noch einen Film. Weißt du eigentlich, was für ein Film läuft? Jens? Spider-Man, soweit ich weiß, ne? Der vom vergangenen Jahr. Frag mich jetzt nicht nach dem Langtitel beispielsweise. Ich bin bei Universe irgendwann ausgestiegen. Hat noch einer von euch eine Frage? Das ist nicht der Fall. Dann freuen wir uns nochmal auf Musik, Jens. Genau. Ich hoffe, die Jungs hinter der Bühne sind noch wach, nicht eingeschlafen. Ja, und da ist er wieder, im flutlichtblauen Trikot. Jason Bartsch, euer Applaus und seine Show. Na, geht's noch? Geht's euch noch gut? Ja, zwei Leuten geht's gut. Damit kann ich arbeiten. Wir haben ein Lied über Geburtstage geschrieben. Vor allem über den Moment, wenn Leute anfangen, auf Geburtstagen zu singen. Dieses Lied heißt Unangenehm. Was für ein schöner Tag, heute ist dein Geburtstag, du bleibst stumm. Es sind alle da, die Kerzen strahlen und du hast Angst, doch warum? Dein Hosenstall ist zu, deine Ex ist nicht gekommen, was soll passieren? Du kennst das Loch in deinem Schal, du wirst beim Topfschlagen sicher nicht verlieren. Doch dann zählen sie langsam runter, dir läuft der kalte Schweiß. Du fängst an zu zittern, dein Gesicht wird kreidebleich. Drei, die Augen weiten sich, zwei, du wirst verrückt. Eins, jemand stimmt ein Lied an und alle singen mit. Happy Birthday to you, du wirst nicht verschont, alle singen lauthals mit. Doch keiner trifft einen Ton. Morgen kann es regnen, stürmen oder schneien. Das ist nicht mal nett gemacht, das ist höchstens nett gemeint. Ist das unangenehm, 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 unangenehm? Ist das unangenehm, unangenehm, wirklich nicht schön, unangenehm? Unangenehm.
was für ein schöner Tag. Heute ist dein Geburtstag, du bleibst stumm. Es sind alle da, die Kerzen strahlen und du hast Angst, doch warum? Deine Frau backt eine Torte, doch sie liebt dich nicht. Weder die Torte noch die Frau, doch wirklich neu ist das nicht. Doch dann kommen die Kinder ins Wohnzimmer gerannt. Dein ältester Sohn sabbert, doch auch das ist dir bekannt. Sie sagen, sie haben extra ein Geschenk für dich dabei. Hier ein Gutschein für einmal ganz lieb sein. Ein Gutschein zum Geburtstag, das kann doch nicht verkehrt sein. Jedes Jahr gibt's einen Gutschein, das kann doch nicht dein Ernst sein. Beichtet mir doch einfach so, dass ihr mich nicht mehr liebt. Doch ein Gutschein ist ein Glück geworden, es fickt dich doch ins Knie. Ist das unangenehm, 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 unangenehm? Ist das unangenehm, unangenehm, wirklich nicht schön, unangenehm? Heute kann es stürmen oder schneien, das macht der Zufall. Morgen ruft dann jemand an, fragt, hattest du Geburtstag? Jemand schenkt dir heute noch so Müll, den du nicht brauchst. Müll, den du in zwei Jahren auf dem Trödelmarkt verkaufst. Man wird immer älter und das Haar wird plötzlich grau. Heute ist der schönste Tag im Jahr. Ja, halt dein Maul, steck dir die Karte sonst wohin. Du kannst dich jetzt verziehen. Heute ist mein Geburtstag und ich wünsch mir einen Krieg. Ist das unangenehm, 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 unangenehm? Ist das unangenehm, unangenehm, wirklich schön, unangenehm? Danke. Jason Bartsch. Der junge Mann bzw. die Band, die bleibt auch gleich auf der Bühne, weil wir sind jetzt am Ende des Talks angekommen und wie sich das gehört, werden wir uns dann natürlich recht herzlich nicht nur bei euch bedanken für die Aufmerksamkeit, sondern natürlich auch bei unseren hervorragenden Gästen. Micha, du fängst an. Wir überreichen dir direkt ein Geschenk, einmal zur Linken. Ich bleib sitzen, schön, dass du da warst bei uns und schön, dass du uns Einblicke gegeben hast in ja, eure Planung, in das Herzblut, was euch so sehr fehlt. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Michael Zorn. Danke, dass ich hier sein durfte. Für mich eine neue Erfahrung, war ein toller Abend. Das freut uns zu hören. Der junge Mann zu meiner Rechten, immer Understatement. Zweitligaspieler auf dem Buckel, 31 Jahre alt. Du hast viel erlebt im Fußball und das ist eine tolle Karriere, auch wenn du das vielleicht so nicht empfindest. Du hast da gespielt, wo andere nie hinkommen werden. Schön, dass du bei uns warst heute. Danke an Jonas Aquistapace. Dankeschön. Und natürlich, last but not least, der Mann mit dem neuen zweiten Vornamen. Er heißt Bindeglied, Patrick Fabian, unser Urgestein. Dankeschön. Ja, das war ja wieder klar. Das, ne? Ich bin ein Freund der einfachen Worte, weil früher bei Pizza Hut, da hießen die jungen Damen und Herren, die bedient haben, Kellner, heute heißen die Supervisor. Ich komme damit nicht klar. Wir haben noch für euch ein paar Infos, die Testspiele natürlich aufgrund der aktuellen politischen Entscheidungen zum Thema Corona finden leider Gottes ohne Zuschauer weiterhin statt. Also für uns geht es gegen den 1. FC Köln, gegen die Kollegen aus und die haben wirklich links und rechts von uns, gegen die haben wirklich auch jeden Cent nötig. Ja. Gegen Schalke und gegen Borussia Dortmund, also namhafte Testspielgegner. Das könnt ihr selbstverständlich verfolgen im Livestream. Die Infos folgen auf unseren sozialen Medien, Instagram, Facebook, Twitter und natürlich auf unserer Homepage. Und auch das, was in den letzten Jahren so lieb gewonnen war, unsere Saisoneröffnung kann in diesem Jahr auch nur virtuell stattfinden. Das heißt auch da wieder, das ist viel, viel, viel Arbeit für euch drumherum, um das alles so aufzuzeichnen, dass es euch vor den, wie man so schön sagt, Endgeräten auch Spaß macht. Da hat der VfL sich wirklich auch wieder den Arsch aufgerissen. Dankeschön an die Jungs da drüben vom Kamerateam und von der Technik. Ihr macht einen mega Job. Ganz genau. Auch das wird alles virtuell über die Bühne gehen und die Mitgliederversammlung am 20.10. wird um 19 Uhr stattfinden. Auch die, wenn sich da nicht was Einschneidendes ändert, wird virtuell stattfinden. Wir freuen uns auf den Spielplan, der morgen rauskommt. Richtig. Komm, gib mal einen Tipp ab, komm. Weil Wunschgegner, ich weiß ja, alles ist schwer. Und wenn man oben spielen will, muss man gegen alle gewinnen und bla. Wen würdest du dir wünschen als Ersten?
wenn ich, ja, die Fragen muss man ja differenziert betrachten. Nein, das ist ganz einfach. Vielleicht kommen ja auch irgendwann Zuschauer dazu, so wen ich denn jetzt gerne einfach weg, wo es Wir gehen jetzt Zuschauer mal davon aus, es dürfen Zuschauer rein, der erste Gedanke, den du im Kopf hattest, komm. Fortuna Düsseldorf. Aber zu Hause. Absolut. Wer wohnt schon in Düsseldorf, kann ich dazu nur sagen. Ich kenne keinen. So sieht's aus. Ja, rechne ich lustigerweise auch mit, weil sich Geschichte ja ab und zu wiederholt. Ich bin mal gespannt, was die DFL da so zusammengestückelt hat. Morgen 12 Uhr wird, glaube ich, der Spielplan veröffentlicht. Wir halten euch auch via sozialer Medien natürlich darüber auf dem Laufenden. An der Stelle bleibt für mich, mich nur noch zu bedanken, und zwar bei meiner reizenden Assistentin zur Linken, also deutlich mehr Haar als ich, Michael Wurst, fantastische Moderation des Abends auf jeden Fall. Also ich habe eben schon gesagt, Jens, als du hier um die Ecke gekommen bist, du erinnerst mich an den jungen Jean-Paul Belmondo. Es war wegen der Boxernase, ja. Jason Bartsch, großartiger Musiker. Auf deiner Homepage gibt es alles, was man zu deiner Musik kaufen kann. Auch da in dem Bereich kann ich das nur nochmal unterstützen. Wir Künstler, wir sind wirklich am Arsch. Das kann man ganz unverblümt so sagen. Also wir freuen uns auch da, wenn ihr vielleicht Dinge, die man erwerben kann, auch dementsprechend auf den Homepages kauft. Schön, dass du bei uns warst und du bleibst auch noch bei uns, denn wir freuen uns auf weitere Musik von Jason Bartsch. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, viel Spaß gleich im Kino. Viel und Spaß. hoffentlich bis demnächst wieder im Stadion. Ciao. Ciao. Und es wäre auch großartig, selbst wenn jetzt ein paar Leute vielleicht auch gehen wollen, dass sie noch einen großen Applaus machen für denjenigen, der diese Technik so fantastisch für uns alle gemacht hat. Stellvertretend ist das Sven für sein ganzes Team. Vielleicht mal einen riesigen Applaus. Vielen, vielen Dank. Ja, wir spielen noch ein paar kleine Songs. An der Stelle würde ich euch ebenso bitten, einen großen Applaus zu machen für meine beiden Mitmusiker. Zu meiner Rechten haben wir Malte Weber, der, glaube ich, sein gesamtes Jazz-Schlagzeugstudium lang sich nicht hätte träumen können, diese Songs spielen zu dürfen. Am Ende dieser Ausbildung macht man einen riesigen Applaus für Malte Weber. Und zu meiner Linken ein Mann, der, weiß ich nicht, also den kann man kaum, also es ist, ich bin immer so verwirrt von einem Brusthaar. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mit David Hasselhoff in einer Band spiele, was mir sehr viel Selbstbewusstsein gibt. Er hat genauso Jazz studiert, aber nur Bass. Vielleicht auch da einen riesigen Applaus für den fantastischen Gábor Bodolai. Es wurde zwischendurch gesagt, dass ich so politisch sei. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Welt so ungerecht ist, dass ich mich dazu äußern möchte. Ein Lied, in dem es darum geht, spielen wir jetzt. Es heißt Marie. Es ist entstanden, als sehr viele Leute Lieder geschrieben haben, in denen es um eine Marie ging. Und irgendwie ging es hauptsächlich darum, dass Marie eine Muse war, die irgendwie angesungen wurde, weil sie besonders hübsch aussieht. Das hielt ich für nicht besonders 21. Jahrhundert. Deswegen habe ich einen anderen Song geschrieben an ein Neugeborenes mit dem Namen Marie. Der Song geht so. Liebe Marie, alles Gute, du hast es auf die Welt geschafft. Hier drin strahlen Gesichter, draußen ist es Nacht. Oh, draußen ist es dunkel, aber du hältst Papas Hand. Es ist warm in deinen Eltern, es ist kalt in diesem Land. Doch du kannst alles ändern, ich mein, du entstandest, als deine Mutter gerade sagte, warte, Vater an ihrem Hals. Vielleicht können wir zur Abwechslung was Neues mal probieren. Dein Vater sagte, ups, für heute bin ich fertig. Hier. Doch sie freuten sich auf dich, freuten sich auf einen Sohn. Nahmen blaue Kleidung, all das besorgten sie sich schon. Und dann, sie wollten es nicht wissen, rutschte es der Ärztin raus. Die Kleine kriegt schon Beine und sieht verdammt schön aus. Die Kleine? Mag sie Monster Trucks? Wird es ein Mädchen ganz in Blau? Ein Mädchen mit dem Namen Steven, wie geht das genau? Jetzt liegst du da, dein blaues Hemd steht dir enorm. Genau wie deine erste Tat, fick die Gendernorm. Oh, wie kann man ein Kind in diese Welt setzen, Marie? Kaputte und Verdorbene gab es immer schon, Marie. Doch bevor
die Menschheit den Verstand komplett verliert. Greife nach den Sternen, denn die Hoffnung liegt bei dir. Oh Marie, Marie, Marie. Man klatscht dir auf den Po, er glänzt im Kreißsaallicht. Da draußen gibt es Menschen, deren Po ist ihr Gesicht. Dein Unterschied zu denen kann ich dir beweisen. Der Storch hat dich gebracht, von Storch mag nur die Weißen. Du schreist, in dieser Sprache sind wir uns alle gleich. Auch wenn es bei manchen bis ins Alter dabei bleibt. Die Hebamme war Polin, der Arzt kam aus Mali. Ist es nicht ein Wunder, dass du hier bist, oh Marie? Dein Opa war ein Flüchtlingskind über Wolgograd und Böhm. Jetzt steht er da und weint so dicke Tränen. Deine Mutter auch, sie spricht so weird, als würde es in ihr leiern. Deine Mutter floh vor Söder, vor einem halben Jahr aus Bayern. Oh, Schubladen sind vom Mensch gemacht, für dich gibt's keine Kisten. Behalte dir das bei, Tat 2, auch die Rassisten. Oh, wie kann man ein Kind in diese Welt setzen, Marie? Kaputte und Verdorbene gab es immer schon, Marie. Doch bevor die Menschheit den Verstand komplett verliert, greife nach den Sternen, denn die Hoffnung liegt bei dir. Oh Marie, alles Gute, du hast es auf die Welt geschafft. Jetzt liegt es ganz bei dir, was du aus der Sache machst. Marie, die Männer, spann dich für Liebeslieder ein. Doch das brauchst du nicht, Marie. Du kannst als Mädchen alles sein. Warum setzt man ein Kind in diese Welt? Na, für ein Leben deine Taten. Fick die Ficker, denn die Welt gehört nicht denen. Ich spiele nur einen kleinen Popsong. Ich möchte an der Stelle, es wurde eben schon gesagt, dass es Künstler und Künstlerinnen so schwierig haben in der jetzigen Zeit, weil Auftreten nicht funktioniert und das mit den Soforthilfen sowieso nicht. Es gibt eine Zunft, denen es eigentlich noch schlechter geht, nämlich die Menschen, die hauptsächlich ihr Geld damit verdienen, dass sie hinter der Bühne arbeiten, die Menschen, die als Hands arbeiten, die als Tontechniker, Tontechnikerinnen arbeiten, Veranstalter und Veranstalterinnen. Es gibt auch da schöne Initiativen, die ihr unterstützen könnt, zum Beispiel Hand for Hand, finde ich sehr gut, aber nur um da einmal auch darauf aufmerksam zu machen. Und klar, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, könnt ihr das machen. Ihr könnt zum Beispiel Tickets für Konzerte kaufen, von denen niemand weiß, wann die stattfinden werden. All das geht. Wir spielen ein Lied, es heißt Eigentlich. Geht das nicht? Eigentlich bin ich sowas weit. Eigentlich habe ich auch Eigengewicht. Aber so wie du starrst, werde ich leicht verliebt. Leicht wie die Tür, die sich gleich in die Wandnische schiebt. Ich bin so verliebt in deinen Blick. Aber so wie du starrst, geht das nicht. Nein, ich bin standfest. Eigentlich, ach so. So wie du da stehst, das ist echt nicht okay. Das ist voll nicht okay, wie du da stehst. In ein offenes Buch, ich schlag eine Seite auf. Seite 30 auf, hier steht's. Vielleicht bin ich eigentlich nur verwirrt, weiter nichts. Hier steht, ich bin ein offenes Buch. Ich male Kreise auf, meine Seiten drauf, hier steht's.
Vielleicht bin ich eigentlich nur verliebt in deinen Blick. Ach so, du machst mich verlegen. Ich bin eben kurz weggetreten gewesen. Du weißt auch eigentlich, dass es so nicht geht mit dem steten Vernebeln durch deinen Blick. Eigentlich, wie du mich gleich erschrickst mit nem kleinen Witz. Keines Lachen, das zwischen Türen sitzt, die sich so in die Wandnische schieben. Ich bin erschrocken darüber, dass es das so gibt. Ab eins noch, so wie du da stehst, das ist echt nicht okay. Das ist voll nicht okay, wie du da stehst. In ein offenes Buch, ich schlag eine Seite auf, Seite 30 auf, hier steht's. Vielleicht bin ich eigentlich nur verwirrt, weiter nichts steht. Ich bin ein offenes Buch, ich male Kreise auf, meine Seiten drauf, hier steht's. Vielleicht bin ich eigentlich nur verliebt. Das geht das nicht, eigentlich bin ich sowas leid, eigentlich. Du machst mich verlegen, ich bin eben kurz weggetreten gewesen. Du weißt doch eigentlich, so wie du starrst, das ist echt voll okay. Weil ich lang daran denke, wenn du jetzt gehst. Wir spielen noch zwei kleine Lieder, dann machen wir hier Feierabend. Gibt es Leute, die gerne Fahrrad fahren? Das sind mehr Leute als Leute, denen es vorhin noch gut ging. Das beruhigt mich. Ich habe ein Lied über das Fahrradfahren geschrieben. Das heißt Son of Anarchy. Als ich den Song geschrieben habe, dachte ich, es könnte Zeilen geben, die Anstoß erregen. Was ich nicht wusste, ist, dass die einzige Zeile, die Anstoß erregen würde, die Zeile über Jan Ullrich geworden ist. Ich hol mein Bike aus der Garage, Lenkrad hochgestellt, nice Retro-Look-Visage. Meine Räder sind von Schwalbe, bin in meiner Hut ein Gangster. Die Süße aus der 12. sitzt knapp vor mir auf dem Lenker. Oh, immer wenn ich cruise, bin ich super ökologisch. Ich brauche keinen Auspuff, ich hab Beine und bin modisch in der Zeit. Logisch hab ich ne Radpumpe dabei. Ich bin nicht fly, ich bin real, ich mach die Tour durchs Dorf, Jan Ullrich Style. Setz dich hinten drauf, wer was anderes sagt, der lügt. Auto schinken, ich bin eher so der Fahrradtyp. Oh. Ich fahre mit dem Fahrrad durch die Stadt, Puki Fahrrad, meine Fahne weht im Wind. Ich fahre mit dem Fahrrad durch die Nacht, mach mal Platz, Digga, ding, ding, ding. Der Weg zum nächsten Kiosk ist nicht weit. Meine Haare sind gegelt, meine Hose sitzt echt tight. Die neue Löwenkopf-Kiosk
Klingel bimmelt laut als durch die Stadt. Trap. Man kennt mich als der, der den Swag gepachtet hat. Buki, Peugeot, Lastenfahrrad, Schützräder, Klappradfahrer. Wir alle sind der abgaslose King der Straße. Ich klingel dreimal kurz, kurz, lang, kurz, kurz und lang. Das heißt Sex und ich weiß, es macht dich an. Du fragst mich, ob es bei mir eine Frau fürs Leben gibt. Und ich weiß, es klingt versaut, doch ich bin eher so der Fahrradtyp. Ich fahre mit dem Fahrrad durch die Stadt. Buki Fahrrad, meine Fahne weht im Wind. Ich fahre mit dem Fahrrad durch die Nacht. Mach mal Platz, Digga. So, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Film. Ich spiele noch ein letztes Lied. Es war sehr schön, mal wieder auftreten zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr noch einen Moment geblieben seid. Ich hoffe, dass ihr gut aufeinander aufpasst, dass wir gemeinsam gut durch diese Zeit kommen und so weiter. Ihr wisst es eh. Ich spiele ein letztes Lied. Das heißt, es bleibt schwer. Damit verabschiede ich mich. Beginnt mit einem Lächeln, dann ein Kuss vor ein paar Leuten. Es hört auf mit einem durch, seh uns eher so als Freunde. Es beginnt mit all den Schwüren, der Idee von etwas mehr. Es hört auf mit zu den Türen und ich will das hier nicht mehr. Mittendrin war auch ein Leben, ein Kind, das du mal warst. Gegen Ende weder noch so, dass man denkt, es war nie da. Es beginnt mit einem Hallo, einem Ich studiere auch hier. Es hört auf und ein Wort, doch mit einem, der verliert. Und ich weiß, es bleibt schwer. Ich weiß, dazwischen bleibt's leer. Es reicht meist kein Wort mehr. Es reicht, denn es bleibt schwer. Es beginnt mit einem Schrei und dem Licht, das sich umgibt. Es hört auf mit diesen Schmerzen und dem Sohn, der dir vergibt. Es beginnt mit vielen Farben, einer Mutter, die dich liebt. Es hört auf mit einem Schrei, dem Licht, das dich umgibt. Mittendrin war auch ein Leben, ein Kind, das du mal warst. Gegen Ende weder noch so, dass man denkt, es war nie da. Bei dir war das was anderes, du wirst immer bei mir sein. Du warst mehr als nur ein Mensch, du warst die Welt und ich ganz klein. Und ich weiß, es bleibt schwer. Ich weiß, dazwischen bleibt's leer. Es reicht meist kein Wort mehr. Es reicht, denn es bleibt schwer. Es beginnt mit einem Hallo, einem Blick, der euch vertraut. Es hört auf mit einem Dankeschön und tosendem Applaus. Es beginnt mit dem Akkord, den ich tausendmal schon spielte. Es hört auf mit diesen Menschen, in die ich mich verliebte. Mittendrin war da noch mehr, zwischen Zeilen ganze Seiten. Gegen Ende bleibt zu sagen, es muss nichts zu sagen bleiben. Es beginnt mit einem Hallo, ich werd heute alles geben.
Es hört auf mit einem Dankeschön, habt Spaß und schönes Leben. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Film, schönen Abend noch, passt auf euch auf, klatscht nochmal ganz feste, so laut ihr könnt, für Gabor Bodulei und Malte Weber. Corona-gerecht. Vielen Dank, wir sehen uns hoffentlich bald im Stadion. Macht's gut.